Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Subraumtransmission-Podcast-Folge und zwar die Episode Nummer 53. Jetzt noch pünktlich im Mai. Hallo. Martin, hi, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, muss, oder? Ja. haben uns ja schon wieder eine Weile nicht gehört und ein wenig rar gemacht. Ja, gut, ich meine, wir sind ja beide auch relativ nicht unbeschäftigt. Richtig, wir haben gerade schon so ein bisschen vorgesprochen. Wir haben so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Hoscher um die Ohren und das ein oder andere Projekt am Start. Und wir bitten um Nachsicht, dass wir da nicht die versprochenen zwei Episoden bringen, aber wenigstens eine. Genau. Obwohl. Wir auch jetzt in der Krise, ich hätte fast gesagt, ausreichend. Also ausreichend ist es nicht, aber im Rahmen des Möglichen von uns beiden, ich das glaube ich schon. Genau, vielleicht schaffen wir es ja auch noch nächstes Wochenende noch eine zu machen, dann hätten wir auch zwei diesen Monat, dann ist doch alles gut. Wenn du Zeit hast. Ja, wir gucken mal. Ich muss mal gucken, was auch die Frau sagt und so, was anliegt. Eben. Nee, da ist ja im Moment, ist da ja viel, viel um die Ohren. Und genau. Du sagtest eben, du bist schon geimpft und hast demnächst auch den nächsten Impftermin, oder? Ja, eine habe ich schon und dann die zweite ist übernächste Woche. Ja, schön. Was hat's gegeben? Ja. Den guten Stoff, BioNTech. Den guten. Ja, was? Wie waren deine, ich sag mal, Spürungen von dem Stoff? Ja, nur, wenn ich den Arm gehoben habe an der Einstichstelle etwas. Ansonsten nichts, was mich jetzt beunruhigen würde oder. Also noch kein. Aufregung jetzt würde, nein. Keine grünen Haare, kein dritter Arm gewachsen. Nein, ich warte noch auf den 75-fach Zoom im rechten Auge und dass die Finger nachts im Dunkeln leuchten. Das wird besonders die Frau dann irritieren, wenn die Finger leuchten. Könnte durchaus praktisch sein, definitiv. Ja. Nee, die meisten sagen aber auch, ich glaube, BioNTech, dass dann erst bei der zweiten Impfung irgendwie was gut, zu spüren sein soll. Ja, gut, meine Schwester hat jetzt auch die zweite Impfung schon gehabt mit BioNTech und die hat auch nichts gehabt. Ja, okay, perfekt. Also ist, glaube ich, wahrscheinlich von Kandidat zu Kandidat unterschiedlich. Ja. Ja, die gute Nachricht ist, meine Frau und ich, wir stehen jetzt auch beim Hausarzt auf der Liste, weil wir gehören ja in gar keine Prioritätengruppe. Wir sind überhaupt nicht systemrelevant und nix. Also wenn wir von der Erde verschwinden, ist das würde keiner vermissen. Vollkommen uninteressant. Und unwichtig, genau. Genau. Ja. Ich habe beim Arzt auch ein paar Mal gesagt, ich bin Podcaster bei Subraumtransmission, hat er immer gesagt, reicht nicht. Du hättest doch warten können, es sollen ja auch die Betriebsärzte impfen. Gibt es bei euch einen Betriebsarzt? Ich glaube, wir haben sowas Ähnliches extern für den Betrieb, aber keinen, der jetzt da fest angestellt ist. Hättest du dir da die Spritze vorstellen können? Nein, ungefähr, lieber nicht. Ungefähr wie die Mundmaske. Nein, wir möchten das nicht. Dann doch lieber beim Hausarzt. Ich gehe einfach zum Hausarzt. Die Impfzentren brauchen auch keinen. Das hätten wir von Anfang an über den Hausarzt machen können und fertig. Da wären wir schon alle durch. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch einen Bericht von einer Hausärztin gesehen, die hat mir erst über das lange Wochenende und über die Feiertage haben die Impftermine halt online vergeben. Ja. Und da sind auch Leute von ziemlich weit weg gekommen, um sich impfen zu lassen einfach, ne? Na ja, klar. So, und ich weiß nicht, ob die Hausärzte das wirklich alleine hätten wirklich stemmen können. Aber ich glaube, das mit den Impfzentren ist ziemlicher Hype drum gemacht worden am Anfang, wo noch gar kein Impfstoff da war. Ja, erstens das und die andere Geschichte ist ja, guck mal, jetzt haben die Hausärzte, die impfen ja noch nicht ganz so lange, haben aber jetzt schon die Impfzentren überholt, was die Menge an verimpftem Stoff angeht. Ja gut, das kann sein, das weiß ich nicht. Ja, das hatte ich jetzt vor einer Woche gelesen. Ja. Deswegen, also coole Sache, es geht vorwärts und ich sag mal, die Inzidenzen, die sinken ja irgendwie, wie die meisten schon mitbekommen haben sollten. Und ja, es geht natürlich dann die Diskussion über Zweiklassengesellschaft los und so. Weil die Leute das einfach, also das sind ja meistens eher diese Leute, die vorher, es gibt kein Corona, Corona ist ja gar nicht so schlimm, Corona ist ja eine normale Grippe, ja, gewettert haben, ihr Schlafschafe, lasst euch mal das Gift spritzen. Ja. Und jetzt ist plötzlich Impfstoff quasi fast für alle
vorhanden. Und jetzt geht das los. Ja, Zweiklassengesellschaft, ihr Geimpften und ihr Genesenen, ihr dürft jetzt alles und wir dürfen gar nichts. Dann versuchst du denen zu erklären, du Dummkopf, du darfst das Gleiche machen wie ich. Du darfst dich auch in den Biergarten setzen. Nur du musst vorher einen Test abliefern und ich muss halt mein Impfbüchlein hochhalten. Oder wer genesen ist, muss halt seinen Zettel hochhalten, dass er vor 6 Monaten Corona hatte. Genau, richtig. Aber das kapieren die nicht. Und wenn ich dann Leute bei Facebook sehe, die dann Artikel teilen und sagen, supi, von dem einen, ich weiß noch nicht mal, ob das ein Arzt ist oder ob das ein Biologe war, der da auch einen Impfstoff entwickelt hat, der aber wohl, keine Ahnung, genauso gut ist wie BioNTech, wie auch immer, keine Ahnung, ja, der aber keine Zulassung hat. Und in dem Artikel dann geschrieben wird, erste Arztpraxen verimpfen den Impfstoff von dem und dem Typen, ohne, der keine Zulassung kriegt. Und man schreibt dann supi, aber vorher hat man gegen das Gift von einem renommierten Impfstoffhersteller gewettert und sagt dann da, supi, und packst du dich einfach nur an den Kopf. Ja, das ist einfach alles ziemlich widersprüchlich. Was ich auch erlebt habe in letzter Zeit, sind dann die Menschen, die am Anfang vor einem standen und sagten, gibt's ja alles gar nicht, alles Quatsch erfunden, Blödsinn, ich lasse mich niemals impfen. Und dann stehen die hier, wir sind jetzt geimpft, weil wir wollen ja wieder verreisen. Ja, das sind auch diese Impfvordrängler. Da war auch ein Bericht, da schicken die teilweise bis zu 60 Leute wieder weg, die sich da irgendwie vordrängeln wollen an dem Impfzentrum mit irgendwelchen dubiosen Erfindungen von systemrelevanten Berufen, die sie hätten. Und oder sie wären Kontaktpersonen zu pflegebedürftigen Nachbarn oder so. Okay. Keine Ahnung, also das ist, ich habe ja auch schon zur Sprechstundenhilfe in meinem Hausarzt gesagt, wenn es diese Priorisierung nicht gibt bei dem wenigen Impfstoff, da ist sich am Ende jeder selbst der Nächste. Und das siehst du ja schon, wenn die sich da vordrängeln wollen, ne? Quasi, nur damit sie da wieder irgendwelche ihrer Freiheiten genießen können, die ja auch so genießen könnten mit einem negativen Testergebnis, ne? Ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen verrückt. Es soll auch jetzt gar nicht so unbedingt das Thema der Episode sein, aber ist natürlich immer mal, vielleicht im Nachhinein, wenn man die Episoden später mal hört, so als kleines so Zeitzeugnis interessant. Genau. Ja. Weil, wie gesagt, also Status quo ist jetzt, ich glaube, es sind, 30-34% der Deutschen geimpft, oder? Ja, ich glaube, so um den Dreh. Und ist ja jetzt, ich sag mal, der 25.05., wo wir heute aufnehmen. Und etwas über ein Jahr Pandemie, Zahlen gehen zurück. Also toi, 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 der Weg, den wir gerade gehen, scheint ein guter zu sein. Ja. Mal wieder, genau. Ja, sonst deswegen. Mal abwarten, was jetzt die nächsten Monate bringen. Ja, was ja jetzt auf jeden Fall noch kommen soll, ist ja, betrifft euch ja dann genauso, dass jetzt ab dem 31.05., glaube ich, war es doch, die Kinder wieder voll in die Schule gehen sollen, ne? Ja, theoretisch schon, aber ich glaube, wir haben von unserer Schule noch keine Infos darüber. Ich sehe jetzt auch nicht, ob hinter mir irgendwelche Zeichen gegeben werden. Nein, keine Zeichen werden gegeben. Was Martin meint, ist seine Frau, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, wir im Videochat natürlich schon, seine Frau sitzt hinter ihm auf dem Sofa und ist, glaube ich, ziemlich tief in einer, ich behaupte jetzt einfach mal, Netflix-Serie gefangen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, was sie da wieder guckt. Irgendwas, wahrscheinlich so eine Frauenserie. Jetzt kommt gerade ein böser Blick über die Brille. Hast du das gesehen? Ja. Ich hatte nur so eine Verzerrung wahrgenommen. Ein Grinsen, sehr ein Grinsen. Ja, also ich glaube, es gibt noch keine Informationen, ob bei uns ab nächster Woche Montag der Schulstart wieder voll losgeht. Keine Ahnung. Ich glaube, von der Schule selber haben wir auch noch nichts bekommen. Ja. Ich denke mal, das wird jetzt die Tage wahrscheinlich kommen. Spätestens Freitag. Gehe ich von aus. Wir haben jetzt die ganze Woche schulfrei. Ja? Ja, irgendwelche beweglichen Ferientage, Referendartage, keine Ahnung. Ah, okay. Freitag, glaube ich, muss man wieder einmal da hoch zur Schule oder so. Ja. Naja, gut. Lassen wir uns mal überraschen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Andersrum für die Kinder ist ja vielleicht mal ganz schön, dass die dann alle wieder irgendwie ein bisschen Normalität haben, aber ich bin mal gespannt, wie sich das zahlentechnisch entwickelt. Ja, ist mir egal, ich bin geimpft.
Ja, du ja, danke. Danke an dieser Stelle. Den nicht systemrelevanten gegenüber, das sind sie wieder, die. Gerne. Wie sage ich immer so schön, ihr Ungeimpften kotzt mich echt an. Ja, Nein, nein, ist ja natürlich nur Spaß, eure Ungeimpftheit kotzt mich an. Ja, das wäre Also auch was. ich möchte ja auch nicht krank werden, auch wenn mich das wird mich ja nicht vor einer Infektion oder vor einer Krankheit schützen, das ist ja schon klar. Ach, bist du jetzt Sondern nicht halt, unsterblich? nein, noch nicht. Erst Ach nach der so. zweiten. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Erst wenn ich das Mini-USB, den USB-C-Anschluss am Handgelenk habe, dann bin ich unsterblich, dann kann ich mich hochladen. Die Cloud. Ja, pass auf, dass die nicht aus Versehen in die falsche Kiste packen und es nachher ein Thunderbolt im Arm. Ja. Dann brauchst du Nein, nämlich Spaß. nachher noch iTunes, um da dein. Ja. Okay, lassen wir das. Zu viel Nerdkram, oder? Genau, richtig. Astrein. Ja, falls das hier irgendeiner hört, ich glaube nicht, keine Ahnung, und ich weiß auch nicht, wo ihr das hört, irgendwo in die Kommentare schreiben, uns anschreiben. Seid ihr geimpft? Lasst ihr euch impfen? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Ne? Haut mal raus. Ist immer mal ganz spannend. Martin guckt gerade sehr kritisch. Was los? Ja, ich bin mit der Aufnahme, glaube ich, nicht so ganz zufrieden bei mir. Okay, Ich warum? kann schlecht abschätzen, ob ich zu laut oder zu leise bin. Wirst du dann im Nachgang reparieren müssen. Ich spiele hier gerade ein bisschen dran rum. Ja, der Auch Ausschlag, wie gesagt, sollte so das ungefähr, Bruch. also wenn du so bis minus 18, minus 12 kommst, ist schon mal gut, minus 6 wäre besser. Ja, komme ich ein bisschen hoch. Ja, das passt. Also Auch ich höre das, dich jetzt aber auch super. das Störgeräusch wirst du vielleicht noch aushalten müssen. Also, aber das nur so nebenbei. Irgendwie habe ich heute wieder Störgeräusche im System. Keine Ahnung. Irgendwie ist momentan eh der Wurm in meinem System drin. Ja, Martin hatte da so ein paar Problemchen mit Windows 10. Tja, Ja, passiert. Aber wer erst hat ihn wollte nicht? das Update-Service nicht laufen. Irgendwas hat den Registrierungsschlüssel gelöscht. Und dann hat sich der Windows Defender mit dem Anti-Malware-System gefetzt. Und mein System blockiert, sodass ich in mein eigenes System einbrechen musste. Dann Weil erklär doch vielleicht das. nochmal für die Nerds unter uns, wie das so in etwa funktioniert. Das ist mal Also, spannend. das System wurde. Der Windows Defender hat sich mit dem Anti-Malware-System quasi geprügelt. Der Windows Defender wollte die Änderung nicht zulassen. Das Programm wollte die aber unbedingt durchsetzen. Und die haben jeglichen Task. Oder jedes Programm, was ich geöffnet habe, haben die immer wieder geschlossen, waren nur noch die Tags übrig. Und das System war vollkommen blockiert mit der Erstellung von Problemberichten. Dann wollte ich eigentlich in den abgesicherten Modus, musste aber feststellen, dass es noch einen anderen Modus gibt, und zwar den Diagnosesystemstand. Und das ist nicht der abgesicherte. Das weiß ich jetzt auch nach all den Jahren. Weil da hat man anscheinend keine Internetverbindung. Und dementsprechend habe ich gestartet und ich habe normalerweise einen PIN, den ich eingebe anstelle des Passworts. Der funktioniert aber nicht. Das heißt, ich sollte das Passwort eingeben. Ja gut, das mit der PIN geht ja auch, glaube ich, nur, wenn du wirklich die Internetverbindung hast und bist dann mit dem Microsoft-Konto verknüpft quasi, ne? Das kann sein. Also der wollte dann das Passwort von dem Microsoft-Konto. Das hat aber nicht akzeptiert, denke ich. Ja, gut, vielleicht ist das das Alter. Keine Ahnung. Hab dann aktiv ein neues gesetzt, was der aber nicht erkannt hat, weil keine Internetverbindung da war. Dann habe ich da hin und her gesucht auf dem Handy und gemacht und getan und bin dann über Umwege, habe ich mir dann ein neues Benutzerkonto angelegt und habe dem dann über Umwege wieder Administrationsrechte verpasst über die Kommandozeile im Anmeldebildschirm. Und konnte damit das Anti-Malware-Programm deinstallieren, was ich auch ohne Administrationsrechte nicht deinstallieren ließ. Und habe damit den Kampf zwischen Windows Defender und Anti-Malware-Programm beendet. Und konnte dann ganz normal wieder booten in mein eigentliches Profil rein. Also das hat mich bestimmt 2, 3 Stunden Nerven und Schweiß gekostet, erstmal den Weg ins System zu finden. Also wenn das ein Bug ist, weiß ich nicht, dann ist, glaube ich, kein System sicher. Wer Zeit genug hat an eurem Rechner und eine bootfähiges System dabei hat auf DVD oder USB-Stick, ich habe es jetzt auf USB-Stick gehabt, der bricht ohne Probleme in euer System ein, wenn er diesen Weg kennt.
Also ich habe mir erst gemerkt, und wenn ich das nächste Mal beim Daniel bin und der Daniel eingeschlafen ist, gehört sein System mir. Weil du auch so oft hier bist, wenn ich eingeschlafen bin. Auf jeden Fall. Sprech mal mit deiner Frau. Ah, hier ist halt mal kurz das Nudelholz. Was? Pock! Ja, genau. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Zack, au. Aber was möchtest du von meinem Computer klauen, was so wichtig wäre? Podcast-Aufnahmen zum Beispiel. Keine Ahnung. Deine privaten, intimsten Momente und Gedanken. Ja, die schreibe ich einfach so im Editor und speichere die als TXT-File auf der Festplatte. Ja, Ja. vielleicht finde ich ja auch noch das Programm, was du mal geschrieben hast, zum Sortieren von Dateien im Windows-Ordner. Das wäre auf jeden Fall auch eine Idee. Wobei das war kein Programm. Das war ja Nur die Anweisung. Selbstständigkeit, hätte ich fast gesagt. Das war eine ihrer eigenen Ideen. Das ist ein Insider. Falls du das hörst, du erkennst dich auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Schöne Fall. Grüße. Überzeugungsarbeit geleistet. Ja, ich würde sagen, wir starten so langsam ins nächste Genau. Thema. Wir quatschen jetzt hier schon eine gute Viertelstunde, was ja vollkommen okay ist. Und auch mal spannend zu hören, wie man so in Windows 10 Rechner einsteigen kann. Ja, wie gesagt, wer Zeit hat und diesen Weg kennt, Ja. ich glaube, davor schützt wirklich nur ein BIOS-Passwort. Ja, und dann gibt es auch den klassischen Spruch, ne? It's not a bug, it's a feature. Ja, kann ist, im Rahmen des Möglichen, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch beim Spiel gelesen, das haben die jetzt neu aufgesetzt, in einem neuen Release und haben dann bei der verbesserten Version oder bei diesem neu und bei diesem ja wie ist ein neues Release mit neuen Features, neuer Grafik und so, neue Grafik-Engine. Da haben die festgestellt, dass die all die Jahre 22.000 Bugs da drin hatten, die sie nicht behoben hatten. Weil die wohl keiner gemeldet hat. Keine Ahnung. Okay, Also ja, ist klasse. ja alles auch im Rahmen des Möglichen, ne? Ich sag mal, ist vielleicht eine gute Überleitung auf ein Thema, was ich mir noch rausgesucht hatte, was ich kurz anschneiden möchte, von der wegen so in Systeme einsteigen. Bundestrojaner hast du oder Staatstrojaner hast du auch schon von gehört, ne? Ja, ich hatte ja den Verdacht, dass die bei mir da sind, weil ich mein Windows nicht mehr updaten konnte. Ah, wer Weil, weiß. was löscht diesen Registrierungsschlüssel, das diesen Update-Service steuert? Wer weiß. Na, jedenfalls ist es halt jetzt so, dass ja, diverse Behörden ja, Smartphones im Prinzip hacken möchten, um halt an Messenger-Daten zu kommen. Und das betrifft jetzt auch nicht nur zwangsweise WhatsApp, auch eigentlich alle anderen Dienste, die ihr auf eurem Telefon nutzt. Weil eine Sache darf man nicht vergessen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir alle irgendwie in Anführungsstrichen sensible Daten, die wir vielleicht schützen wollen, oder wir verschicken Bilder oder Texte, die andere nicht mitbekommen sollen und lesen dürfen. Und ja, wie gesagt, die Verschlüsselung wurde immer stärker, auch bei WhatsApp. Und da haben sich dann die Behörden beschwert, dass sie so ja quasi ihre Arbeit nicht machen können, weil sie in diese verschlüsselten Systeme nicht einsteigen könnten. So, und jetzt gibt es ja diese clevere Idee des Trojaners, und jeder, der schon mal von einem Trojaner gehört hat und in etwa weiß, wie das funktioniert, Das ist das mit dem großen Pferd, oder? genau, dann kommt das BKA mit einem ganz, ganz großen Holzpferd und stellt das bei euch vor die Haustür und wartet, bis ihr das reingezogen habt, damit die BKA-Polizisten nachts aussteigen können, um dann mit dem gleichen Trick wie der Martin euren Windows 10 Rechneralarm zu legen. Nein, Spaß beiseite. Aber das Bild ist lustig. Genau, von diesem Troja-Pferd kommt auf jeden Fall die Geschichte. Das müsst ihr selber googeln, das verlinke ich jetzt auch nicht, das findet ihr selber, ihr schafft das. Jedenfalls ein Trojaner ist im Prinzip eine Art, ich sag mal, cleveres Fernwartungsprogramm, von dem ihr aber nicht bemerkt, dass das Ding auf eurem Telefon, iPad, Tablet, wie auch immer, Computer läuft. Und darüber könnten dann die Beamten, die euch wegen was auch immer verdächtigen, dann ausspionieren. Und zwar können die im Prinzip, bevor ihr überhaupt, oder sagen wir so, während ihr eine Nachricht schreibt, können die diese Nachricht schon mitlesen. Das heißt, die können sich im Prinzip Screenshots davon machen, von den Nachrichten, die ihr dann schreibt, verschickt und so weiter. Die können auf Dateien auf eurem Gerät zugreifen. Ja, und da hat jetzt, ja, ich sag mal, eine neue Gesetzeslage wurde jetzt geschaffen. Und
Da ist es jetzt so, dass das demnächst noch verschärft wird und da quasi der ein oder andere unter Generalverdacht steht. Das ist ja schon länger Thema, hast du ja bestimmt auch schon von gehört. Ja, mach mir Ja. aber keine Sorgen deswegen. Na, Habe ich. nichts zu verbergen. Ja, dieser Spruch, okay, ja, habe ich prinzipiell auch nicht. Frau Merkel, ich liebe Sie. Oh Gott, ich schneide das raus. Nein. Ich sage das jetzt im 5 Minuten Abstand. Ja. Ich kann auch alle 5 Minuten schneiden, kein Problem. Ja, aber habe Nein. ich auch schon von gehört, das Bankgeneralverdacht, ja. Ja, wie gesagt, es geht halt darum, das BKA verfügt dann halt über eine Methode, die es halt ermöglichen kann, Text, Video, Bild und Sprachkurznachrichten ja, in einem WhatsApp-Konto halt in Echtzeit ja, doch in Echtzeit nachzuvollziehen. Und halt auch eben neben der genannten Kommunikation können darüber hinaus die WhatsApp-Kontakte der Zielperson bekannt gemacht werden. Und das ist vielleicht noch der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht nur darum, dass du oder ihr auf eurem Telefon irgendwelche sensiblen Daten habt, sondern auch mit wem habt ihr Kontakt und mit wem werden diese Daten ausgetauscht. Ja. Kann man das Tool bekommen? Frage für einen Freund. Du meinst, ob du damit selber dann arbeiten könntest? Ja, wie gesagt, Frage für einen Freund. Ja, also prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass du genau den Staatstrojaner bekommst, aber es gibt definitiv Programme. Sowas findet man zum Beispiel unter, das ist total bescheuert, wie heißt das denn, für eifersüchtige Ehepartner zum Beispiel gibt es sowas Ähnliches. Da kannst du im Prinzip hergehen, bezahlst da irgendwie, keine Ahnung, zwischen 35 und 50 € im Monat an eine dubiose Firma. Ich Das nenne ist jetzt auch keine nicht Namen. teuer. Nein, also teuer ist das wirklich nicht, aber du bekommst dann anscheinend auch eine Art Trojaner und mit diesem könntest du dann prinzipiell auf das Handy deiner ja, zu überwachenden Person zugreifen und im Prinzip das gleiche machen wie der Bundestrojaner. Jetzt weiß ich allerdings nicht, Ach, da mache inwiefern ich du mir das ganz da, einfach und halte ja. einfach das Handy nachts, wenn sie schläft, vor das Gesicht und dann schwer das so. Ja, oder Es ist billiger. schaltest einfach Web-WhatsApp ein. Da Ja, liest du einfach live mit, was sie da schreibt. ist einfach billiger. Da muss ich keine 30 bis 50 € im Monat investieren. Soll ich kurz gucken? Keine Reaktion, hat wieder nichts mitgekriegt. Kommt keine Reaktion vom Sofa. Irgendwann kommt wieder was geflogen. Kissen, Tasse, Flasche, Axt, Ja, nein, besser Messer. nicht. Nein, Ja. jedenfalls, auf der einen Seite verstehe ich natürlich, okay, ja, auch die Kriminellen werden immer irgendwo moderner, nutzen natürlich moderne Kommunikation, ja. Und jetzt geht es halt darum, dass man alle ausstattet damit. Das heißt, Polizei soll das in Zukunft dürfen, das BKA Okay. soll das dürfen. Und da sagte dann der Uli Krötsch von der SPD, es ist nun mal so, und das ist ja auch nicht neu, dass Extremisten und Terroristen nicht per SMS oder Telefon, sondern eben, ne, wie ich gerade sagte, per Messenger auf ihrem Smartphone kommunizieren. Ja, ne, mag sein. Auch die werden irgendwie Telefone haben. Ich weiß nicht, also ich meine, man hört ja schon die skurrilsten Sachen, dass die sich teilweise so in Spielen treffen wie Second Life und sich da Ja, im okay. Game Chat treffen oder sowas, ne? Aber ich glaube, die werden wahrscheinlich eher Richtung Telegram oder sowas tendieren. Weil ich glaube, WhatsApp, weiß ich nicht. Ich glaube, für solche Sachen ist Telegram, glaube ich, eher so bekannt. Guck dir doch den Kollegen Hildmann und so an. Ja gut, das ist ja eher wieder so hetzerisches Zeug. Ich weiß ja nicht, wenn es Ja, wirklich aber da darum hast du ja geht. auch ganz andere Gruppen, wo dann plötzlich irgendwelche Waffendeals oder so, oder Gruppen, wo du hier gefälschte Impfausweise Ja, wobei das kaufen würde ich jetzt kannst. vielleicht eher noch im Darknet verorten, oder? Nee, es gibt wirklich, Ja? es gibt Telegram-Gruppen. Ich habe bei Facebook auch schon einen Eintrag gemeldet und der ist dann gelöscht worden von Facebook, der genau auf so einer Telegram-Gruppe geführt hat, wo Okay. du hättest so einen Impfausweis kaufen können. Also die gibt's wirklich, die werden im Telegram angeboten. Okay. Also da kannst du ja, also ich habe Telegram jetzt nicht, aber das, was ich über die Berichte und so gesehen habe, dass du kannst ja da nach allem suchen quasi, sie sind ja wie Gruppen, die du da suchst. Dann kannst du ja einfach teilweise in öffentliche Gruppen mit reingehen und bei anderen halt wahrscheinlich nur über Kontakte oder sowas.
dass es geschlossene Gruppen sind. Also das sind ja nicht so wie bei WhatsApp, wo du die Nummer von demjenigen kennen musst, sondern du suchst einfach nach geile Podcaster und dann kommst du in unsere Telegram-Gruppe, wenn wir es eine hätten. Wollte ich gerade sagen, wir haben keine. Bitte macht das nicht. Ihr werdet uns nicht finden auf Telegram. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Ja, also, verstehst du, was ich meine? Also Na da klar, hast du gar keine Kontrolle, ne? du kannst halt nach Begriffen suchen, musst Ja, keine Nummern richtig. kennen. Okay. Genau, richtig. Das sind halt offene Gruppen, wie du bei Facebook jetzt nach Gruppen suchen würdest, wo dann, wenn die, das sind theoretisch alle öffentlich, ne? Tja. Aber sei es drum. Ich kann das schon verstehen, dass die bundesbehördlichen Stellen da auch nach Kontrolle, sich sehen oder nach der Möglichkeit, ihre Arbeit zu machen. Das ist halt, glaube ich, schwer abzuwiegen zwischen persönlichen Datenschutz und nicht unter Generalverdacht gestellt werden zu wollen. Aber jeder von uns hat natürlich auch, glaube ich, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ja, wenn dadurch ein Staats, ich weiß nicht, so ein Terrorakt verhindert werden kann, im Endeffekt, dann sollen sie meine privaten Videos sich angucken. Ich meine, Das. der Bundesbeamte, der guckt sich zwar nicht wieder was an, aber ist ja dann nicht mein Problem. Na, ich sag mal, die Devise lautet ja irgendwie Sicherheit schwächen, um Sicherheit zu stärken. Ja, weil du brichst ja auf der einen Ja. Seite in was ein oder brichst etwas auf, um an halt deine vermuteten Informationen zu kommen. Ja, richtig, Deswegen, ja. was mich jetzt interessieren würde, ist halt, wovon machen die das denn abhängig? Weil du musst ja erstmal vielleicht irgendwie einen Verdacht haben, damit du überhaupt auf die Idee kommst, ey, bei dem Daniel vom Subraumtransmission Podcast, da verwandt sich jetzt mal das Telefon, weil der ganz schlimme, böse Dinge auf seinem Handy macht. Ja, das ist ja halt immer die Sache, wie kommen die auf den Daniel vom Supram Podcast, ne? Da Genau. muss ja im Vorfeld schon irgendwo da mal ein Verdacht geäußert worden sein. Da musst du ja irgendwo schon mal aufgefallen sein, ne? Ja, eben, das ist der Punkt. Also muss ich wirklich irgendwie mich verdächtig gemacht haben, dass ich dann überwacht werde? Oder reicht das, wenn ich am Telefon Merkel, Berlin, Bombe, Attentat sage, Ja, dass ich wollte ich dann gerade in so sagen, ein, ne? dieses früher, diese Codewörter. Wenn du hier, ist das Illuminati? Ne, mit dem Hacker hier, mit 23, 23, 23, ja, Karl Koch, ja. genau, wo dann auch, ja, die hören dann Telefon ab, du hast ja nach Bombe gesucht oder hast Bombe gesagt. Ja. Also, ja, ist halt die Frage, wenn ich jetzt bei Google nach Bombe suche oder dann 5 Minuten später nach Bauplänen oder sowas, weil ich eine Gartenhütte bauen möchte. Ja, bin ich dann auch direkt auf der Fahndungsliste oder werde ich beobachtet dann? Ist halt Das die ist Frage, wie kommst du in den Fokus? Wie richtig. gerätst du da rein? Genau, das ist halt wirklich spannend zu wissen. Und ich sag mal, wenn wir da was rausbekommen, wie man da in den Fokus rückt, nicht, dass ich das gerne möchte, aber wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ich meine, wie gesagt, Da ich. kennen wir schon andere Personen, die wir erstmal in den Fokus rücken werden. Ja, definitiv. Ja, Nee, aber du bist das. gemeint. Genau du, ja. Sie werden dich finden. Nee, Ja, was? ist ja auch heute die Sache, die werden ja keine 80 Millionen Bundesbürger überwachen können. Also ich glaube, das Personal hat auch keiner. Es sei denn, es läuft über irgendwelche Rechenzentren, wo dann Schlagwörter Ja, rausgefiltert werden. da ist vielleicht der Punkt. Heißt Skynet. Ja, da ist vielleicht genau der Punkt, dass das Ja. eventuell erstmal durch so eine Art KI oder durch den sogenannten Upload-Filter läuft, Ja, richtig. Der der soll dann ja halt auch die. jetzt wahrscheinlich, oder zumindest wird ja befürchtet, dass jetzt der Upload-Filter auch noch kommt, weil ja jetzt das, Na, ist ja eigentlich schon da. ja, Facebook und YouTube und sowas, ja auch, also sind ja jetzt teilweise mit dafür verantwortlich, was die Einzelnen hochladen. Und das Richtig. befürchten natürlich die User, dass ein Upload-Filter kommen wird, ne? Genau. Du hast zum Beispiel ich sag mal, der Upload-Filter auf YouTube läuft halt so, dass du bastelst halt ein Video, was auch immer, lädst das Ding hoch. Und jeder, der schon mal ein Video auf YouTube hochgeladen hat, der weiß dann, dass da irgendwie
Das Teil wird hochgeladen und danach fängt dann die Bearbeitung oder Verarbeitung deines Videos an. Das heißt, das SD- und HD-Video wird bearbeitet und währenddessen guckt quasi der YouTube-Server da rein und sagt, okay, ich habe keine Urheberrechtsverletzung oder ähnliches gefunden, dein Inhalt ist in Ordnung, kriegst ein grünes Häkchen dahinter und dann darfst du weitermachen. Ja, und so in etwa wird das dann vielleicht demnächst bei allen möglichen Dingen kommen, dass erstmal Ja. überall eine KI drüber guckt und sagt, jo, ist gut oder nee, warte mal, hier stimmt was nicht. Ja. Ja, kann gut möglich sein, ne? Ja, also wie gesagt, das wollte ich halt mal so in den Raum werfen, dass da, ich sag mal, seit 2009 darf jetzt der, das ist jetzt auch schon lange, ne, 2009, überlegt mal, seitdem darf der Staatstrojaner im Prinzip schon eingesetzt werden, ne? Und ja, jetzt Ist halt jedenfalls. die Frage nach den Kriterien, wann Ja. kriegst du den? Das Witzige ist halt die falsche Sicherheit, in der sich Leute wähnen, die dann zum Beispiel Geld ausgeben für Threema, ja. Das heißt, du kaufst dir wirklich eine App, bezahlst dafür Geld, die versprechen dir Sicherheit. Ich meine, klar, vor den bösen Buben oder deinen nicht ganz so tollen Freunden, klar, da kann, wenn er nicht gerade sehr computeraffin ist, da jetzt nicht mitlesen. Wenn aber jemand kommt und es schafft, einen Trojaner auf deinem Telefon zu installieren oder auf welchem Endgerät auch immer du den Messenger dann benutzt, dann liest er trotzdem alles. Ja, ich sag Ja, mal auch eben. Stichwort Keylogger zum Beispiel. Ja. Ja, das Ding pinnt jeden Tastenanschlag mit und fertig. Dann weiß jeder, was du geschrieben hast, welches Passwort du überall eingetippt hast. Und da bist du schon ziemlich gläsern. Deswegen wägt euch nicht zu sehr in Sicherheit, weil die gibt's eigentlich gar nicht. Ist so Ja, eine es Erfahrung. ist ja auch halt die Frage, habe ich was zu verbergen? Ja, weißt du, welche Frage? Und zwar, das würde mich wirklich mal interessieren. Es auch, das merkt man jetzt auch hier mit Schule und Kindern und selber und so. Welche Daten sind denn überhaupt noch schützenswert? Weil was gilt, welche Daten denn? Ich meine, welche Blutgruppe ich habe, kann jeder wissen. Wann ich geboren wurde, kann jeder wissen. Ja, also Wann ich abends ins Bett gehe, kann jeder wissen. wenn es Weißt du, wie ich meine? um deine genetischen Informationen geht, glaube ich, das ist schützenswert, weil man könnte Biometrie. ja, ne, ich denke schon eher an deinen genetischen Code, weil du könntest theoretisch ja auch daraus rauslesen, du bist anfällig für einen Herzinfarkt oder so oder Herzkranzverengung oder Krebs oder hast nicht gesehen. Und dementsprechend würde ja deine Lebensversicherung angepasst, weil du bist ja sehr viel risikobehafteter als ein gesunder Mensch. Wow, das ist gerade der erste Punkt, den ich höre, der wirklich auch Sinn macht. Und Ja, ich glaube, aber die Systeme haben wir noch nicht. dieser genetische Code ist, glaube ich, schützenswerter als alles andere, was wir haben. Ich glaube, es interessiert keinen, wann du auf den Pott gehst oder wann du schlafen gehst. Ich meine, es fängt ja jetzt wieder bei WhatsApp-AGBs an. Alle sind da drüber am Wettern und sich am Beschweren. Und wo machen sie das? Bei Facebook. Oh, Hilfe! WhatsApp gibt Ja. die Daten an den Mutterkonzern. Ah, das ist ja Facebook weiter. Und hey, lass uns Benutzt. mal in der Facebook-Gruppe darüber ranten. Ja, macht Ja, total Sinn, ja. benutzen Google Maps und haben ihre Kundenkarten von diversen Geschäften, wo sie Punkte sammeln und darüber kannst du ja auch, es fängt ja schon an mit dem Bewegungsprofil, was über dich, über dein Handy, über die Handyzellen da erstellt werden kann. Dafür brauchst du ja nicht mal GPS. Richtig. Bundesbehörde kann das ja auch über deine Bewegungsdaten, wo sich dein Handy zu welcher Zeit bei welchem Handymast eingeloggt hat. Und das Also, Geile ist ja, du wenn kannst ihr das ja noch. nicht, ja. Du kannst das ja, Entschuldigung, ich gerade immer dazwischen Ja. grätsche, aber du kannst das natürlich auch triangulieren. Du kannst sogar Ja, ziemlich genau eben, sagen, wo du genau. dann bist oder warst. Das ist schon Wenn ihr spannend. nicht beobachtet werden wollt oder keine Daten preisgeben wollt, bezahlt bar, schmeißt euer Handy weg und ja, zieht am besten eine Kappe ins Gesicht, falls irgendwelche Verkehrsüberwachungskameras irgendwo installiert sind, damit die nicht euer Bewegungsprofil. Nein, kein Auto, kauft kein Auto, weil ihr könntet ja irgendwo geblitzt werden, in der Verkehrskontrolle kommen, Parktickets kaufen. Damit Geblitzt kann man werden. ja, damit kann man ja auch ein Bewegungsprofil machen. Fahrt nur mit dem Bus, bezahlt bar, entsorgt sofort den Schein nach dem Aussteigen. Immer nur Einzelkarten, keine Abos. Ja.
Nein, das ist ja genau der Punkt, auch mit den Barzahlen. Selbst Ja. damit bist du nicht mehr anonym, weil da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja dieses System, dass, ich meine, in den meisten Geschäften hängen mittlerweile Kameras, ja. Und wenn man das jetzt Ja, eben. weiterspinnt, Ja. vielleicht 10 Jahre weiter, wenn die Gesichtserkennung, ich sag mal, à la Face ID oder so, Ja. noch weiter ausgereift ist, dann werden die dich egal wo erkennen, egal Ja, mit wie viel eben. Bargeld du deinen Fernseher kaufst. Ja, Und das eben. Geilste sind dann die Leute, die ihren Fernseher kaufen, dann aber mit ihrem Handy da unterwegs sind, Ja. den bar bezahlt haben, damit keiner weiß, dass die einen Fernseher gekauft haben, dann nach Hause gehen, Und den Netflix, registrieren. ja, Netflix, Disney Plus, sich beim Ja. Samsung-Konto anmelden und hast du nicht gesehen, ja, Also, aber total anonym. ja, ich glaube, bei WhatsApp geht es ja auch vieles darum, auch dass sie jetzt dann WhatsApp Werbung schalten will und ja, hey Mann, du benutzt das Programm umsonst. Server und Wartung und Miete und alles kostet dem Unternehmen auch Geld. Wie, das kostet Geld? Ja, Wer sagt denn sowas? Ist doch alles ich dachte umsonst. auch, wäre umsonst, aber ist ja nicht so. Und dann wollen die Werbung und dann will ich doch lieber personalisierte Werbung, als dass ich für irgendwelche Pferdereitausrüstung Werbung kriege. Oder hast du hier Dr. Smile, diese Kacke, Damenbinden. ja, die Kacke da Werbung kriege und die mich ja nicht interessiert, dann doch lieber personalisierte Werbung für Dinge, die mich vielleicht interessieren oder zumindest aus dem Bereich kommen, für den ich mich interessiere, Ja. wenn ich dann schon Werbung gucken muss. Ah, Also ich verstehe. verstehe ich, ja, auch. Also, keine Ahnung. Gibt einfach zu viele Leute, die auf hohem Niveau First World Problems jammern. Ja, ist wirklich so, oder? Ey, in anderen Ländern, keine Ahnung. Und dann hast du hier jemand, der sich darüber beschwert. Die können doch sehen, was ich kaufe. Ja, richtig. Ja, aber wie gesagt, Alter, halt die Fresse. ja, mit der personenbezogenen Werbung macht auf jeden Fall irgendwo schon Sinn. Ja. Wobei das manchmal auch Nachteile hat. Du suchst zum Beispiel irgendwas, hast das dann irgendwo bei einem Anbieter gekauft und kriegst aber 5 Tage später, nachdem das Ding schon, was weiß ich, zu Hause stehen hast und hast es Ja, aufgebaut, gut. immer noch Werbung dafür. Ja, aber du Okay. kannst ja bei Facebook zum Beispiel kannst ja dann kannst du die Interessiert mich Werbung, nicht. genau, oder habe ich schon gekauft, anklicken, dann kriegst du die Werbung ja nicht mehr. Genau. So, dann hat sich das ja auch erledigt. Also Das wenn du stimmt, ja. überlegst, diese kostenlosen Tageszeitungen, wie viel Werbung da drin steckt, die dich vielleicht nicht interessiert. Ja. So, wie Da viele habe ich mit Bäume meiner sterben Frau. dafür? Da sterben Bäume für, das stimmt. Da habe ich mit meiner Frau eine interessante Regelung. Ich bekomme immer so die Technomarkt-Prospekte und sie darf den ganzen anderen Krempel durchgucken. Das ist total Also hast toll. du zwei Prospekte und sie 15. 85 oder so, Ja. ja. Das ist, Aber also manchmal hole ich da ein Zeug aus dem Briefkasten. Weißt du, deswegen. da ächzen die Schrauben hinten am Briefkasten, wenn Ja, die das da eben. reinlegt. Und ich, Wahnsinn. deswegen ist das auch, glaube ich, mit dem Staatstrojaner, um wieder auf das Thema zurückzukommen, vielleicht das bisschen gerechtfertigt, das Jammer, weil man vielleicht doch nicht so viel von sich preisgeben möchte, obwohl man es doch auf 100 verschiedene Arten trotzdem tut, aber es ist halt nicht der Staat, sondern irgendein privates Unternehmen, wo man seine Daten preisgibt. Man ist vielleicht dem Staat gegenüber ein bisschen empfindlicher, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch nur Gejammer auf hohem Niveau. Ja, ich Weil sag ich mal, glaube, keiner von uns wird in den Verdacht kommen und dass man ihn beobachtet mit dem Staatstrojaner. glaube ich jetzt auch nicht. Also ich würde mich da jetzt auch ganz wenig einstufen. Wie gesagt, ihr könnt doch gerne unseren Podcast runterladen, da hört ihr eh alles, was wir so zu erzählen haben. Und Genau. weiß ich nicht. Ich sag mal, wenn man sich ja auch benimmt und an geltendes Recht hält, hat man ja auch nichts zu befürchten. Es geht jetzt nicht um Ja, irgendwelche eben. Bilder, die ich da verschicke, die entweder lustig oder blöd sind, keine Ahnung. Es geht ja wirklich darum, dass es Menschen gibt, die solche Systeme nutzen, um halt wirklich staatsgefährdende Dinge zu tun. Und da habe ich vollstes Verständnis, Richtig. wenn die Leute auch wirklich aus dem Verkehr gezogen werden. Und dann ist mir es egal, über welchen Kanal, ob den jetzt irgendwo an der Straßenkreuzung eine Kamera filmt und sagt, ey, da ist der böse Ali, Otto, Ernst oder Hildegard, ja, mir ganz egal, oder ob es halt über irgendeinen Messenger stattfindet, ja, fürchterlich Richtig, ganz egal. genau. Und da ist einfach der Punkt, da,
sollten wir in einem demokratischen System darauf klarkommen, dass es solche Einrichtungen gibt, die eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Freiheit haben und haben sollten oder haben sollen dürfen, haben sollten dürfen. Ist das ein Satz? Ich habe keine Ahnung. um eben dies tun zu können, um uns alle anderen irgendwie zu schützen vor schlimmen Dingen. Ja, siehe Halle oder so, wo Leute losrennen mit Gewehren und Menschen erschießen. Ich weiß nicht, das muss einfach nicht sein. Ja, ganz genau. Und wenn man das verhindern kann und das vielleicht auch mal machen würde, anstatt Hinweisen, die da sind, nicht nachzugehen. Es ist ja auch nur wirklich häufig so, dass viele Sachen von Menschen schon vorher bekannt waren und dann wurde meines Erachtens nach zu wenig reagiert oder einfach zu lang gewartet. Ja, ja. Vielleicht auch auf zwecks mangelnden Personals. Keine Ahnung. Das kann dass natürlich man einfach auch sein. Vielleicht zu spät erst die Gesprächsprotokolle durchgesehen hat, ne? Ja, das wäre natürlich auch möglich. Wie gesagt, das ist auch gar nicht unsere, ja, unsere Aufgabe, das hier zu entscheiden oder zu bestimmen oder zu hinterfragen, weil da sind wir, glaube ich, nicht genug im Thema. Fakt ist auf jeden Fall, egal wie, sollten gewisse Wege und Mittel genutzt werden, um halt die bösen Jungs und Mädels aus dem Verkehr ziehen zu können. Und prinzipiell würde ich sagen, befürworten wir das auch. Und ganz ehrlich, also egal, welche Daten ihr zu schützen habt, macht euch nichts vor. Wir alle sind gläsern irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Du brauchst mir eigentlich nur von Menschen Namen sagen, ungefähr eine Richtung, wo die wohnen, und dann mache ich daraus einen Katalog. Ja, dann kann ich dir nach 3-4 Monaten genau sagen, was die Leute so täglich machen. Also das ist alles kein Geheimnis. Ja. Ne, also wenn die irgendwie, ich sag mal, in Social Media unterwegs sind und mit dem Auto fahren und vielleicht noch ein Handy haben. Ja, und da sollten wir uns wirklich alle bewusst sein, diese Art Sicherheit, in der wir uns und unsere Daten wähnen, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Und das mit der Verschlüsselung ist alles schön und gut. Sobald aber eine Art Trojaner auf deinem System ist, kann eh jeder lesen, was du schreibst, egal wie verschlüsselt dein Messenger ist und wie teuer der war. Das tut überhaupt gar nichts zur Sache. Ja, wenn du nicht willst, dass irgendjemand irgendwas mitbekommt, was du zu erzählen hast, dann triff dich doch mit deinem Bekannten irgendwo an der alten Eiche. Ja, das hat früher gut geklappt und ist wahrscheinlich immer noch der sicherste Weg. Und selbst da kann noch einer 15 Meter hinter der Hecke mit einem Richtmikrofon sitzen. Also, ja, ganz genau. Also Sicherheit ist relativ, würde ja, ich mal meinen. Genau, ja. Richtig, würde ich auch sagen. Martin, was gibt's Neues aus dem Weltall? Ja, die Chinesen haben jetzt ihre erste Raumstation, ihre erste eigene Raumstation gestartet. Und zwar war das Ende April. Schon ja. Etwas her. Das erste Modul ist jetzt oben. Genau, richtig. Die haben das erste Modul gestartet mit einem Gewicht von ungefähr 22,5 Tonnen. Ja. Ist das erste Modul für die Raumstation Tiangong, so heißt sie, gestartet. Soll, wenn ich das recht in Erinnerung habe, noch 3 weitere Module bekommen. Und der Ausbau soll bis August 2022 dann abgeschlossen sein. Und ist die Lebensdauer dieser Raumstation auf 15 Jahre ausgelegt. Ja. Die Raumstation hat am Anfang schon etwas für Furore gesorgt, weil die Rakete, mit der sie gestartet ist, die auch so etwas, ich glaube so um die 22 Tonnen gewogen hat, ist wieder unkontrolliert in den in den Erdorbit eingetreten. Das heißt, unkontrolliert, keiner konnte eigentlich wirklich vorhersagen, wo sie runterkommt. War zwar relativ wahrscheinlich, dass sie, ich hätte mal fast gesagt, Wasserfläche trifft, weil der Planet ist ja mehr mit Wasser bedeckt als mit Landmasse. Ja. Aber es ist auch schon vorgekommen bei früheren Starts, dass Trümmerteile bewohntes Gebiet getroffen haben. Na klasse. Und die Rakete heißt Langer Marsch 5, übersetzt auf Chinesisch Shangcheng 5 Rakete. war wohl auch nicht ganz so problematisch, die
Raketentriebwerke mussten nochmal überarbeitet werden, nachdem 2017 wohl eine dieser Raketen aufgrund vom Versagen dieser Triebwerke dann halt explodiert ist. Und dementsprechend war man halt gespannt, wo diese Raketentrümmerteile runterkommen. So, und jetzt ist das erste Modul oben. Ja, drei weitere sollen dann halt noch folgen. Jetzt erstmal halt als nächstes dann halt, ich glaube, zwei Crew-Missionen da hoch, die dann wohl auch erstmal da sich bequem machen sollen. Dieses Hauptmodul hat neben Wohnquartieren mit Lebenserhaltung halt auch Antriebssysteme und Solarzellen mit zwei Andockschleusen für Raumschiffe und Frachter. Dann hat es noch auf der anderen Seite Andockschleusen halt auch für einen Weltraumspaziergang und einen Dockingport für ein geplantes Weltraumteleskop von den Chinesen noch. Xuntian heißt das. Das soll in gut 3 Jahren starten und im gleichen Orbit wie diese Raumstation fliegen, damit die bei Wartungsarbeiten kann die dann halt an diese Raumstation angedockt werden. Da finde ich sehr nachhaltig gedacht von den Chinesen, ne? Brauchst nicht unbedingt was da hoch zu fliegen für Wartungsarbeiten, höchstens vielleicht für Ersatzteile, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ja, das ist halt dann das nächste Projekt wohl, nachdem dann halt die Raumstation da oben steht, 2022. Und ja, soll dann wohl die erste Ausbauphase, soll die Größe von der Raumstation Mir, vielleicht kennt einige von euch noch die Begrifflichkeit Mir, das war ja die russische Raumstation vor der ISS, genau, haben. Und ja, die Chinesen haben jetzt die anderen Nationen und anderen Länder zur Kooperation und Einsendung von Experimenten für den Stationsbetrieb eingeladen, was auch wohl eine Reaktion auf den Ausschluss der Chinesen an der Beteiligung der Raumstation ISS ist. Was mir jetzt auch eher neu ist, dass die Chinesen da ausgeschlossen wurden, habe ich jetzt so nichts mitgekriegt. Ich dachte, das ist eigentlich ein internationales Unterfangen, wo auch so eine Nation wie China dran beteiligt ist. Ja, da waren insgesamt, ich glaube, 16 Länder dran beteiligt, aber ich glaube wirklich die Chinesen. Ich halte Russland, Amerika etc. Aber die Chinesen, nee, ich meine wirklich nicht. So ein kleiner Funfact am Rande, an dem Tag, an dem die Rakete für die Raumstation in China gestartet ist, waren es danach noch 2 hektische Stunden für die Raumfahrt auf der Welt seit langem, weil nur 85 Minuten vor der Rakete der Chinesen ist eine Vega-Rakete der, ich glaube, der Europäischen Raumfahrtorganisation zum 18. Flug gestartet, nachdem 15 und 17 abgestürzt sind. Und ja, 25 Minuten danach startete halt eine Falcon 9 mit 60 weiteren Starlink-Satelliten. Okay. Also waren das schon 2 hektische Stunden da. Also war ein bisschen Krawall am Himmel. Ja, genau. Also ich bin gespannt. Vielleicht haben sie jetzt nach dem internationalen Protest mal vielleicht, keine Ahnung, sich Gedanken gemacht, die Rakete nicht einfach unkontrolliert abstürzen zu lassen. Ja, ich sag mal, die Chinesen, die bieten uns allen ja irgendwo die Stirn da im Moment so ein bisschen. Ja, gut. Und wenn du jetzt überlegst, ich hab stellen auch bei Wish. Natürlich. Nein, ich habe, Spaß beiseite, ich habe mir mal ein Video angeschaut von der Station. Da war die auf so einer, ich sag mal, so eine Art Messe oder so, war das eine Raumfahrtausstellung, keine Ahnung. Ich glaube, da hatte ich dir auch einen Link geschickt oder du mir, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, da hat dann so eine nette, junge, chinesische Dame dann dieses Modul quasi vorgestellt und das sah schon recht modern aus. Und der ein oder andere von euch, der vielleicht schon mal so ein Bild oder Video von der ISS gesehen hat, man stellt sich das ja immer so ein bisschen vor, wie bei Star Trek, alles so clean, aufgeräumt und so. Und nein, genau so sieht es nicht aus. Das sieht eher aus wie bei euch, ihr wisst schon, da in eurem Raum, da wo alles in Regalen gestapelt liegt und raushängt. Ja, und jetzt musst du natürlich überlegen, wie lange ist die ISS jetzt schon am Himmel?
21 Jahre. Ja, so, und wie viel sich in dieser Zeit getan hat, das ist natürlich der Vergleich zwischen der Crew Dragon und der Sojus-Kapsel, ne? Ja, genau. Nein, nein, Ist halt absolut richtig. es ist ein Staatsunternehmen, es ist halt auf Funktionalität getrimmt, ne? Die Genau. Sojus-Kapsel funktioniert und auch sehr zuverlässig, aber du sitzt halt wie in einem alten Käfer da drin oder wie in einem alten Trabant, ne? Natürlich, und da ist eben genau der Punkt, das sieht man ja auch, der alte Käfer, der fährt natürlich auch immer noch durch die Gegend, Ja. aber eben genauso fährt halt auch der neue Golf 8 durch die Gegend, ja, Ja, um eben. beim VW-Konzern zu Es wird bleiben. halt immer cleaner, ne? Und Ja, ich ist so. glaube, wenn die ISS mal ausgedient hat und die internationale Gemeinschaft sich dazu entschließt, eine neue Raumstation zu bauen, vielleicht auch dann Hilfe mit von meinem favorisierten Raumfahrtunternehmen SpaceX, dann wird die Raumstation, glaube ich, auch anders aussehen. Ja, ich Nicht denke nur auch. auf Also 100% Funktionalität, sondern auch halt auch mehr als, ich hätte ja gesagt, Optik, aber. ja, ich sag mal, der Wohlfühlfaktor halt. Ne? Ja, Du eben hast, ganz genau, der Wohlfühlfaktor, ja. ich mag Wände, wo ich keine Kabel sehe, auch lieber wie Wände, wo alle Kabel aus der Wand hängen. Das ist einfach so. Ja, Ne? ganz genau so. Und wir werden halt sehen, wie die nächste Raumstation von der internationalen Gemeinschaft aussieht. Es wird sicherlich ein noch eine geben. Oder vielleicht wirklich nur noch so ein Gate da oben, wo du auftankst und dann weiterfliegst zu unserer ersten Mondbasis. Das wäre natürlich auch eine Option. So, vielleicht, dass man gar nicht mehr sagt, ja, wir investieren jetzt großartig Geld in eine riesige Raumstation erstmal, sondern als nächstes parken wir uns auf dem Mond. Ja, aber weißt du, wo die Chinesen jetzt auch noch geparkt haben? Ja, ich Und zwar weiß auf das. dem. Aber wisst ihr da draußen das auch? Das ist die Frage. Ja, falls nicht, ne, dafür sind wir ja da. Und zwar hat China nicht nur eine neue Raumstation jetzt ins All gebracht, sondern auch einen Mars-Rover. Und zwar, oh, ich kann das doch im Leben nicht aussprechen, das Ding nennt sich Surong. Ja, ist ungefähr 2000 Kilometer von Perseverance entfernt gelandet und soll da im Prinzip die gleichen Aufgaben erfüllen wie die amerikanische Sonde oder der amerikanische Rover. Nämlich unter anderem auch nach Spuren von Wasser und früherem Leben suchen, was ziemlich spannend ist, wie ich finde. Ja. Naja. Und was die Chinesen auch geschafft haben, das hat, glaube ich, noch keine andere Nation vorher geschafft, und zwar ist ja der Rover ja auch irgendwie da hingekommen, und zwar mit einer ja, Rakete, Kapsel, wie auch immer, Landekapsel. Tianwen 1 nennt sich das. Und zwar hat die das wohl zum ersten Mal geschafft, den Mars zu umrunden und dann die Sonde abzulassen, wenn ich das richtig Okay. im Kopf habe. Und das hat wohl so auch noch keine andere Station, keine andere Nation so Ja, ich glaube, geschafft. die fliegen direkt an und Gehen dann ins Landemanöver, ne? höchstens ein anderes Modul geht dann in den Orbit und das eigentliche Landemodul geht dann direkt in den Landemodus. Genau, und zwar war das wohl irgendwie am 15. Mai, ja, da war die Landekapsel mit dem Rover von der Sonde Tianwen 1 halt abgekoppelt worden und ist dann anschließend gelandet. Ja. Und die sind gestartet letztes Jahr im Juli. So, und der Name Tianwen bedeutet Fragen an den Himmel. Ja, und ist halt irgendwie so an so ein altes chinesisches antikes Gedicht angelehnt. Kannst du das Gedicht erzählen? Nein, guck mal, du Auf Spaß. Chinesisch natürlich. Ja, warte. Heute, heute, heute. Nein, Entschuldigung. Nein, niemanden beleidigen. Alles gut. Ich kann das natürlich nicht. War auch nur eine Fangfrage. Nee, mein Mandarin ist da doch sehr Ja. eingerostet, würde ich meinen. Und nein, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass da jetzt irgendwie zwei Nationen von einem Planeten auf dem Mars sind und halt irgendwie ach ja, Spuren von Leben suchen und irgendwie in etwa die gleiche Aufgabe da oben haben, und vielleicht haben wir Erfolg. Ich würde mir halt mehr
ähnlich wie bei den Amerikanern halt ein bisschen mehr Kommunikation wünschen, dass man vielleicht auch von der Tianwen-Geschichte da, oder besser gesagt von dem, Entschuldigung, das muss ich nochmal nachgucken, ich kann mir das nie merken, Ja, aber ich glaube, zu Rong-Bilder sehen würde, was er so auf dem das Mars macht. wird nicht so passieren. Glaube ich auch nicht wirklich. Da sind die, glaube ich, nicht so teilungsfreudig. Ja, es ist halt immer noch ein sehr verschlossenes Land, glaube ich. Zumindest in vielen Bereichen. Richtig. Und vor allen Dingen nach außen hin, auf jeden Fall. Ja. Ja. Martin, hast du noch was aus dem All? Ich glaube Ja, schon, oder? richtig. Und zwar das Unternehmen Virgin Galactic, das hat jetzt nichts mit SpaceX oder Blue Orange zu tun. Die konzentrieren sich auf einen etwas anderen Bereich. Ich würde eher sagen, dass Weltraumtourismus eher zu kommerzialisieren als die Ambitionen, die SpaceX oder Blue Orange haben. Und zwar haben die jetzt vor 2 Tagen es geschafft, den Nachfolger vom Raumflugzeug Spaceship Two, was 2014 über Kalifornien abgestürzt ist. Ja. Das Nachfolgemodell heißt VSS Unity und haben sie geschafft, erfolgreich ins All zu bringen. Und zwar ist die VSS Unity mit 2 Piloten besetzt am 23. oder 22.5. Vom Weltraumbahnhof Spaceport America in New Mexico gestartet, unter einem sogenannten Mutterschiff. Das ist aber eher ein besseres Lastflugzeug, hätte ich jetzt fast gesagt, und auf knapp 14 Kilometer Höhe gebracht worden. Ich meine, das ist natürlich auch schon für ein Flugzeug eine ordentliche Höhe. Ich weiß nicht, wo Verkehrsmaschinen fliegen. Ja, die Ich fliegen glaube, so so ungefähr zwischen 10, 10 bis 12, 12 ja. Kilometer, genau. So, Und und ja. das Mutterschiff war übrigens, also das Mutterflugzeug, muss man eigentlich sagen, das war die Ja, VMS Eve, heißt es. genau richtig. Und das hat halt die VSS Unity auf 14 Kilometer Höhe gebracht und da quasi abgesetzt. Danach hat die Raumkapsel mit einem eigenen Raketenantrieb 60 Sekunden lang auf die dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und dabei eine Höhe von 89,2 Kilometer erreicht, also Weltraum. Und der Begründer und quasi der Eigentümer von dem Unternehmen Virgin Galactic, Richard Branson, hat gesagt, jetzt im Weltraum. Jetzt haben die schon mittlerweile 7 Menschen ins Weltall geflogen und setzen halt ihre Mission fort und die wollen halt den Weltraum für uns alle erschließen. So. Bei einem vorigen Testflug im Dezember hatte der Raketenantrieb wohl nicht planmäßig funktioniert und Mutterschiff hört sich immer so bekloppt an, Mutterschiff. Also, Mutterschiff muss ich direkt an den Independence Day ja, eben, denken. das Trägerflugzeug, sagen wir es mal so, das Trägerflugzeug und die Raumkapsel waren damals im Dezember dann noch halt ohne Probleme gleich wieder auf der Erde gelandet, ohne zuvor den Weltraum zu erreichen. Und ich habe gelesen, man kann wohl jetzt schon einen Flug bei Virgin Galactic buchen. Ich glaube für $250.000. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Flug dann dauern wird, aber 250.000 ist natürlich auch, es ist, sagen wir mal, ich glaube, erschwinglicher als wenn du für eine Woche mit auf die ISS fliegst Ja. oder Hast du halt schon sonst gesagt, was. wie hast du schon gesagt, wie schnell und wie hoch? Ja, 89,2 Kilometer und dreifache Schallgeschwindigkeit. Mach drei, genau, Nicht ja. zugehört, der Ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung, ein bisschen. Herr. Nee, das ist auf Ja. jeden Fall, die Frage ist halt jetzt, wollen die später noch höher? Oder ist das eher, weil du bist ja nicht wirklich im Weltraum. Ich weiß jetzt nicht, ab Ja, wo beginnt die Schwerelosigkeit? das kratzt, also diese 89,2 Ist nah dran, ne? ist schon echt, ich glaube, ist schon Weltraum. Aber ich denke mal, die werden wahrscheinlich eher darauf hinaus zielen wollen, so
Orbitumrundung. Weil für einmal rauf, hoch, schnell wieder runter. Wer zahlt denn da 250.000? Ich sag mal, ein Beispiel ist eventuell die ISS zum Beispiel, ne, wo wir vorhin bei Raumstationen waren. Wenn du überlegst, die ist mit, ich glaube, 28.800 Stundenkilometern unterwegs, ja, und braucht, das sieht man ja von hier unten nicht so wirklich, ne, ist ja auch wieder alles relativ, und die braucht 90 Minuten für eine Erdumrundung. Das ist schon echt flott, würde ich mal meinen. Ja. Und ich denke mal, da will Virgin Galactic auch hin, dass die halt eine gewisse Höhe haben mit ihren knapp 90 Kilometern. Es ist ja auch nur so schnell unterwegs, um den Orbit zu halten. Na klar. Wenn du jetzt den Orbit nicht halten möchtest, dann kannst du ja auch schon langsam unterwegs sein. Ne? Ja klar, wenn du aktive Antriebe hast, dann geht das, richtig. Ja, naja. Gut, die Eis ist ja einmal halt beschleunigt worden und wird halt jetzt nur korrigiert, ne? Richtig, genau. Musst ja ab und zu mal ein bisschen nachkorrigieren, halt damit es ja auf der Höhe bleibt. Plant Virgin Galactic auch sowas wie Hotels? Das hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon, wo ich gesagt habe, wegen diesen Hotels. Ja. Das ist halt die Frage, tendiert Virgin Galactic auch zu dieser Richtung? Oder wollen die wirklich nur diese orbitalen Flüge anbieten? Ne? Dann ist das, ich meine, für das, was jetzt SpaceX mit seinem Spaceship plant, von, ich glaube auch von Texas nach Hawaii. Mhm. Ich meine auch, ja. Ja, ist das dann auch okay. Aber das 250.000. Ja gut, ist dann natürlich auch wieder nicht erschlossen für alle, ne? Nein, natürlich nicht. Ich sag mal, das ist ja auch, wenn Menge da ist und das immer häufiger angeboten werden kann, wird es wahrscheinlich auch irgendwann günstiger werden. Dann lass so ein Flug vielleicht mal irgendwann $50.000 kosten, dann kostet er vielleicht irgendwann nur noch $15.000. Und wenn dann, was weiß ich, 30 solche oder 100 solche Raumschiffchen da unterwegs sind, dann wird es irgendwann bezahlbar sein, wenn sich das bis dahin etabliert hat. Ja, richtig, ist halt die Frage, wie weit fliegen die raus und wie beansprucht wird das diese Raumkapsel beim Wiedereintritt. Ich glaube, das ist ja das, was den großen Faktor ausmacht, diese Wiederbeanspruchung beim Wiedereintritt. Wenn du siehst, die SpaceX-Raketen, wenn die starten, sind die weiß und wenn die runterkommen und landen, sind sie schwarz. Ja, schau dir allein die Space Shuttles früher an. Ja, die sind ja gestartet und dann nach etlichen Tagen wieder runtergekommen. Und die hatten ja früher, das kennt der eine oder andere bestimmt noch, die waren ja auch relativ weiß und hatten vorne diese schwarze komplette Verkachelung, diesen Hitzeschutz. Ja. So, und das musste dann über, ich glaube, Monate oder Jahre sogar komplett restauriert, neu bearbeitet, neu angebracht werden und. Also der Aufwand, der dahinter steckt, um das Ding dann nachher wieder flugtauglich oder weltraumtauglich zu machen, war schon sehr, sehr hoch. Und das ist halt die Frage, ob sich das rechnet. Und deswegen fliegen die wahrscheinlich auch nicht so hoch, damit du eben nicht diesen Wiedereintritt und diese Hitzereibung hast. Und würde ich auch sagen. Das hört sich für mich, was Virgin Galactic da macht, hört sich so ein bisschen an wie so ein Ersatz für eine Concorde. Ja, oder den Leuten einfach den Weltraum mal zu zeigen. Ja, dass man zumindest, ich weiß nicht, ist da schon der Punkt, wo du schon aus dem Blauen ins Schwarze fliegst? Ich glaube, du siehst die Erdkrümmung, wirst du schon sehen und du wirst auch den Unterschied zwischen unserem blauen Planeten und dem schwarzen Hintergrund sehen. Das war ja auf dem einen Bild, glaube ich, auch deutlich bei dem Flug zu sehen. Ja, das wäre schon echt cool. Also das haben die Piloten ja, glaube ich, fotografiert gehabt. So. Aber das Teil, ich muss, also was ich sagen muss, das Ding sieht richtig cool aus, also dieses Virgin Galactic Raumschiff. Raumschiff, Fluggerät, wie auch immer. Hat eine schnittige Form. Ich stehe ja, weißt du bestimmt mittlerweile auch, alles, was so raumschiffmäßig ist und irgendwas zwischen X-Wing und Enterprise, finde ich voll cool. Beschreibe deine Frau mit einem Wort. Meine Frau zeigt mir schon den Stinkefinger, dabei habe ich doch gar nichts gesagt. Tja. Todesstern. Das hat er jetzt gesagt. ich sag Y-Wing. Dann war schon die erste Drohung hinter mir.
du nichts gehört hast, du das vergessen. Ja. Ja. Du jetzt schlafen gehen. Genau. Naja, aber, ja. Aber ich glaube, das ist auch eher das, was Virgin Galactic antriggern wird. Hört sich zumindest so an, was man da so gesehen, gelesen hat, dass das eher so in die Richtung geht, dass da vielleicht wirklich dem einen oder anderen, der halt den nötigen Taler übrig hat, angeboten wird, hier, ich zeig dir mal ein bisschen was von oben und wir kommen einmal schnell von A nach B. Ne? Ja, haben wir sonst noch was Weltraummäßiges? Ja, ich habe noch was für den Weltraum. Ja. Danach war es aber mit dem Weltraum dann für heute wieder. Und zwar haben wir am 10. Juni gegen 12 Uhr haben wir eine teilbedeckte Sonnenfinsternis. Ich habe gesagt. Partielle. Ja, ne? Ich kam gerade, danke, ich kam nicht auf das Wort, eben noch im Kopf gehabt und dann schon wieder vergessen. Eine partielle Sonnenfinsternis. Und zwar in unserem Breiten haben wir ungefähr eine Bedeckung zwischen 14,1% in Aachen und 13,2% in Kassel und wir liegen irgendwo so dazwischen. Also kannst du sagen, so knapp 14% Bedeckung. Die solltet ihr euch trotzdem nicht ohne geeignete Sonnenfinsternisbrillen anschauen, auch wenn es nur eine partielle Sonnenfinsternis ist. Die Intensität, die Leuchtkraft nimmt ab, aber die UV-Strahlung ist noch die gleiche und eure Pupillen öffnen aber und nehmen das volle Programm auf. Martin, magst du uns doch ganz kurz erklären, für alle, die der Himmelsmechanik nicht mächtig sind, was passiert denn eigentlich bei einer Sonnenfinsternis? Okay, wir haben ja eine partielle, das heißt, bei uns wird die Sonne nur knapp vom Mond bedeckt. Der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne. Hexerei! Wir haben eine flache Erde! Und ungefähr nach Beginn dauert es ungefähr eine Stunde, bis die maximale Bedeckung eintritt und eine Stunde später ist die Finsternis auch schon wieder vorbei. Und beste Bedingungen sollen wohl zur Mittagszeit herrschen, das da mal anzugucken, wie sich der Mond zwischen die Sonne schiebt. Das Beste wäre im hohen Norden, da haben wir einen sogenannten Feuerring. Jetzt frag, was ein Feuerring ist. Ja, genau, du guckst schon was so. Was ist denn ein Feuerring? Feuerring ist, wenn wir quasi eine ringförmige Sonnenfinsternis haben, wenn der Mond die Sonne nicht ganz bedeckt, sondern halt so ein kleiner Ring oben stehen bleibt. Quasi drumherum. Die Corona. Corona, genau. Ja. Wir verlinken euch auch noch den Link zur Vereinigung der Sternfreunde e.V. Da ist auch ein Bild dies von so einer ringförmigen Sonnenfinsternis vom 26. Dezember 2019 abgebildet. Sieht unglaublich super aus. Ich habe auch schon paar Sonnenfinsternisbrillen besorgt bei Amazon. Vielleicht machen wir euch auch noch einen Link da rein. Und falls ihr euch das angucken wollt, ist zwar nicht unbedingt die längste und die beste, aber sie werden ja nicht schlecht, wenn ihr es über Seite legt und eure Kinder sich dafür interessieren. Die nächste Sonnenfinsternis wird ja kommen. Ich habe jetzt gerade nicht gerade, wann die nächste Totale bei uns kommt, aber gebt mir 2 Minuten dann. Ach Quatsch, das kann man selber rausfinden. Alles ja, gut. Genau. Nein, irgendwann wird auf jeden Fall nochmal eine kommen. Ist ja auch je nachdem, wo man sich auf dem Planeten befindet. Ne? Kann ja auch sein, man ist vielleicht gerade im Ausland und kann da mal eine Sonnenfinsternis bewundern. Wir haben ein Problem. Wir Was werden sie nicht mehr erleben. Wir nicht? Nein. Och, wer weiß. 60 Jahre. Okay. Wir haben ein Ziel. Wir nehmen uns alle an die Hände, dann klappt das schon. Also eine totale ringförmige Sonnenfinsternis wird die nächste erst 2081 geben. Ist okay. Aber es gibt ja nicht nur die ringförmigen oder die totalen. Ne? Nein, ach alles gut. Irgendwann wird sowas immer noch geben. Aber wie gesagt, nicht so in die Sonne gucken. Ich glaube, ein anderer Trick ist ja auch, was du machen kannst mit einer Kamera. Ja, auch also da. Also aufs Display gucken, nicht durch den Sucher, ganz wichtig.
Auch da würde ich schon abraten, weil du solltest theoretisch auch zumindest mit einer Spiegelreflexkamera, weil auch das könnte den Chip zerstören, weil Ja. zu viel, also sollst theoretisch auch nicht direkt in die Sonne fotografieren, Nee, aber weil das man auch den könnte Chip zerstören ja, könnte. ich frage mich gerade, man könnte ja theoretisch einen ja, ND-Filter oder so davor machen, oder? Meinst du, das funktioniert? Würde Wenn du ich einen jetzt, ND-Filter davor machst? möchte ich mich nicht zu äußern. Können wir mal privat reden, bevor das hier einer hört und seine Kamera geht kaputt. Kriegen wir nachher wieder Also Hinweise und Tipps. ich hab einen Filter für mein Teleskop vorne, auch aus so einer Schutzfolie. Da werde ich versuchen durchzugucken. Je nachdem, wo die Sonne steht, das müsste ich nochmal erörtern. Ansonsten gehe ich einfach auch mit der Brille raus und gucke mir das an. Na klar. Oder klebe mir noch eins vorne auf meine Spiegelreflexkamera drauf. Da Das müssen geht wir auch mal noch. ausprobieren. Ich habe das so zugeschnitten, dass das theoretisch auch noch auf mein Zoom-Teles-Objektiv passt. Ja, wann sagst du, wann war die nochmal? Am Am 10. Juni. 10. Juni. Okay. Einen Tag später hat meine Mama Geburtstag. Datenschutz! Oh nein, was habe ich getan? Ah, Einen verdammt. Tag vorher kriege ich meine zweite Spritze. Ich hoffe, ich bin dann wieder fit. Oh nein, oh nein, oh Ah, oh, ich habe nein. 75-fach Zoom im rechten Auge dann. Ja, dann guckt er in die Sonne. Toll. Super. Zack, kaputt. Martin, verlassen wir den Weltraum, Genau. oder? Ja? Ja, verlassen wir den Weltraum. Du bist doch interessiert an Drohnen. So diese Flugdinger, so bzzzt. Ja, momentan kein Ja? gutes Wetter. Nein, Ist Wetter ist natürlich aktuell bescheiden. ein deprimierendes Thema, aber Aber erzähl ruhig. es gibt ja Ecken auf dem Planeten, wo es manchmal warm ist und wo Drohnen fliegen. Und zwar, hast du schon mal was von NASCAR gehört? Das ist doch dieses Autorennen-Geschichte, Genau, wo die im Kreis genau. fahren. Sehr langweilig. Ja, genau. Prinzipiell super langweilig. Aber das ist also für alle, die NASCAR nicht kennen, das ist so ein Motorsport-Event. Nennt sich unter anderem Daytona 500. Und wie Martin gerade schon sagte, da fahren die ja nicht ganz im Kreis. Das ist, glaube ich, so ein großes Oval, wo die dann Ja. immer fahren und sich da gegenseitig an die Bande schieben und so weiter. Einfach mal NASCAR suchen oder wir verlinken es auch gerne. Dann seht ihr da mal, wie das läuft. Und da gibt es jetzt eine neue Drohnentechnologie. Und zwar haben die Drohnen für die, ja, ich sag mal, für den Livestream oder für die TV-Übertragung, die 140 Stundenkilometer schnell fliegen können. Boah! Das ist krass, oder? Wer steuert die denn einen Computer? Nee, die werden wahrhaftig wirklich von Menschen gesteuert, so wie ich es gesehen Ja, habe. die haben da aber Und so eine Brille auf. das weiß ich ehrlich Ich gesagt glaube, gar die nicht. Hessi ist aber. Oh. Also ich habe jetzt mal ein Video gesehen, wo da einer auch mit so einer Racing-Drohne hin und her geflogen ist. Einer stand da halt als Beobachter und er dann halt gefilmt. Und dann Ja. hat er immer nur so gemacht und hat gesagt, versucht mal dem Geräusch zu folgen. Du siehst die Drohne nicht. Nee, Da das siehst brauchst du du auch auch keinen nicht. Beobachter. Ich meine, jeder, der schon mal irgendwie an der Autobahn gestanden hat und dann fährt so ein Auto mit Richtgeschwindigkeit, also nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit Ja. Richtgeschwindigkeit an dir vorbei. Also. Also 130 km/h, das ist schon wirklich flott. Und Ja, wenn so vor eine allem Drohne angeschossen das Auto kommt. siehst du ja noch. Es ist ja relativ groß, aber die Richtig. Drohne ist relativ klein und wenn die da mit 140 angeschossen kommt. Nein, absolut richtig. Jedenfalls, die wollen halt ja, Nahaufnahmen aus der Luft machen von den Autos und halt viel mehr Dynamik in die Fernsehbilder bringen. Man kennt das ja, was weiß ich, vom Fußballspiel oder so, wenn die da diese Kameras haben, die an diesen Ärmchen hängen und so, ja. Ja. Das ist ja schon relativ dynamisch und bei der Formel 1 sind die Kameras auch in den Autos drinne, ja. Dass man dann halt die Ansicht, ich glaube, hinter dem Helm oben, wo die sitzen, Ja. hinter dem Piloten quasi, sind dann die Kameras montiert und so. Alles schön und gut, aber hier wollen die wirklich so Nahaufnahmen aus der Luft machen. Ich frage mich nur, wie das unfallschutztechnisch ist. Haben die keine Angst, dass die irgendwie mit den Autos mal kollidieren Ich oder? stelle mir das vor, die wollen den Fahrer von der Seite filmen, Nahaufnahme. Ja gut, ich meine, die Drohne wird ja sicherlich kein Zoom-Objektiv haben, die muss dann ein bisschen relativ nah ranfliegen und fliegt dann nebenher und wenn die mit 140 mit dem Auto kollidiert oder in den. Also, Hm.
Ich weiß nicht, die durchschlägt doch bestimmt die Windschutzscheibe. Zumindest gibt das einen Schlag und der Fahrer wird sich erschrecken. Das könnte passieren. Ich glaube aber nicht, dass sie so nah ranfliegen. Was, ja, was auf jeden Fall noch ist. Ja, aber was ist, wenn das Ding abstürzt da drüber? Ja, ich weiß auch nicht, ob die dann über die Bahn fliegen dürfen. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich meine, ganz ehrlich, da fahren keine Ahnung, wie viele Autos mit und die fahren zig Kilometer da im Oval da durch die Gegend, was da alles passieren kann. Da ist die Drohne wahrscheinlich das kleinste Problem. Ja, aber nur du hast ja eh schon so eine unsichere Sache, dann bringst du jetzt noch einen Unsicherheitsfaktor da rein. Nur um spektakuläre Bilder, dann soll sie auf der Motorhaube vorne in der Kamera dran pinnen. Ja, ist anscheinend nicht dynamisch genug. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da genau der Punkt ist. Naja, soll vielleicht mal was anderes sein. Ich bin gespannt. Die werden das wohl irgendwie so machen, dass dann irgendwie das. Warum habe ich jetzt Fahrer Final Destination im Kopf, ey? Oh nein. Mit dem NASCAR-Rennen da. Ja, stimmt, da war auch was, richtig. Oh nein, hör auf. Ich habe nichts gesagt. Es geht halt wohl darum, dass sie halt wirklich dann mit den Kameras den Autos besser folgen können und was weiß ich nicht alles. Und wahrhaftig, die Drohnen werden wirklich von Menschen gesteuert, ja. Und zwar heißt es da, die Renndrohnen werden von professionellen Drohnenflieger bzw. Kameraleuten bedient. Ja. Also zudem sollen auch neue Spezialkameras eingesetzt werden, wie zum Beispiel eine Sony A7R4 Kamera, die unter anderem auch in der NFL verwendet wurde. Ja. Okay. Naja. Dann gibt es wohl noch The Megala. Was? Megalodon wird eine Kamera genannt, die auch super scharfe filmische Aufnahmen liefert. Okay, die kenne ich nicht. Kennst du die? Na. Megalodon kenne ich jetzt eher als Dinosaurier oder sowas. Weiß ich nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. War das nicht sowas? Also als Kamera kenne ich es nicht. Wie gesagt, so eine Sony A7R zum Beispiel, ne, sowas wird dann verwendet. Also müssen die Drohnen auch schon wirklich Power haben. Ich frage mich jetzt auch, wie viele Drohnen die dann so ungefähr im Einsatz haben, weil ich weiß ja nicht. Ich meine, deine Drohne kann ja auch schon relativ schnell fliegen im Sportmodus. Und die fahren, was sind das denn? 500 Meilen beziehungsweise 805 Kilometer. Das sind ungefähr 200 Runden. Die werden ja auch irgendwie mal wechseln müssen, oder? Was für ein Fahrer? Ja, nee, die Drohnen. So akkumäßig, ich weiß nicht, wie lange die halten. Mit 140 km/h, das wird schon ein bisschen Energie verbrauchen, das Teil. Also die wird vielleicht auch nur so 20 Minuten, lass es vielleicht eine halbe Stunde sein, die durchhält. Das klingt, also ich habe erst mal klingt geguckt, spannend. Also die Mavic Mini, die hat eine Flugzeit von 30 Minuten, die größeren glaube ich nicht, dass die so viel haben. Weiß ich nicht. Wie gesagt, das finde ich jetzt hier leider auch nicht. Also auf jeden Fall mal, dachte ich, interessiert dich vielleicht so als Drohnenpilot mal, weil das klingt auf jeden Fall spannend und da würde ich mich echt mal freuen. Also ich habe erst mal gerade geguckt, die hat eine maximale Geschwindigkeit, die Mavic Mini, von 46,8 km/h. Im Sportmodus? Ja. Wahnsinn. Die Mavic Krass. Air kommt im Sportmodus auf fast 70 km/h. Ja, überleg mal, die hier sind doppelt so schnell. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und das Ding dann vernünftig zu fliegen, weil die haben ja, ich kenne das ja so aus dem Fernsehen, dann haben die ja auf diesem Oval diese riesigen Zäune, um natürlich klar die Zuschauer zu schützen, falls da sich mal ein Auto überschlägt oder aus der Bahn gehauen wird. Ist ja auch alles super gefährlich. Dann haben die da die Beleuchtung steht ja, glaube ich, dann außenrum, die schweren Lampen und so, wo sie überall gegenfliegen könnten, theoretisch. Dann hast du in der Mitte, hast du meistens dann die Camps von den Fahrern, wo halt dann die Wohnwagen und sowas alles steht. Es ist schon gefährlich, glaube ich, wenn die da mit so Dingern rumprügeln. Ne? Tja, man weiß es nicht. Egal, wir schauen mal. Wir verlinken euch das mal. Hat ja auch immer noch was mit Funkreichweite und sowas zu tun. Ne? Störung der Funksignale, wenn du sagst, ganze Metallzäune da und alles drum und dran. Ne? Ja, es sollte aber normal nichts ausmachen, oder? Die ganzen anderen Störsignale, also die Mavic Mini ist relativ anfällig teilweise auch für Störsignale, aber es liegt auch daran, dass sie über Wi-Fi gesteuert wird. Die anderen Drohnen, die haben ein anderes System, das soll nicht ganz so anfällig sein. Ich denke mal, das werden ja industrielle Drohnen, ich hätte schon was gesagt, industrielle Drohnen sein, die sollten ja dann noch ein bisschen besser sein.
Ja, ich denke schon. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Wenn du jetzt überlegst, ne, wenn du so ein Auto, vielleicht mal so als Beispiel, wie gesagt, die Drohne schafft ungefähr 140 km/h und die Autos, die Rennwagen, die fahren gute 320 km/h. Ne? Selbst da käme die Drohne schon nicht mit. Das heißt, du könntest im Prinzip auch nur, wenn die Autos so an dir vorbeidonnern, nette Kameraschwenks oder sowas machen. Aber da können wir ja, vielleicht finde ich da irgendwie mal Ja, was auf YouTube oder gutes so, und dann Mal. verlinken wir das mal. Das würde Weil mich das finde echt ich mal echt spannend. interessieren, wie die da einen Haaraufschlag machen wollen, wenn du nicht an dem Auto dranbleiben kannst. Nee, du kannst ja quasi nur so im Vorbeiflug dann quasi machen, ne? Kannst du auch So nur, in der Kurve vielleicht oder so. da kann ich auch die Aber stationäre da bin ich Kamera mir auch da gar nicht haben und den. schwenken. Naja, das ist zu einfach. Ich möchte da auch, glaube ich, kein Drohnenpilot sein. Die schwitzen bestimmt ordentlich. Ja, vor allem, es werden ja sicherlich dann mehr als eine unterwegs sein und egal. Egal, sollten. Interessantes Thema, aber Ne? Hast du noch was für ich uns? würde es nicht machen. Ja, ich hätte jetzt noch, wir müssen uns verabschieden von einem langen Begleiter, hätte ich fast gesagt. Oha. Und zwar schickt, Eure Katze ist tot. scheiß Okay. drauf. Oh, was war irgendwie das die Frage für kurz für die Schularbeit, was ist besser, Hund oder Katze? Und ich habe gesagt, soll ich mal drauf an Lego. ich habe gesagt, soll ich mal drauf antworten, kommt auf die Beilage an. Ah. Ja. Nein, wir müssen uns von dem Internet Explorer verabschieden. Nach Oh. etwas mehr als 20 Jahren schickt Microsoft ihn jetzt in, ja, ich hätte gesagt in Rente, aber Juhu. Was hat das gesagt? verabschiedet sich von ihm. Er lebt zum Teil noch, ich glaube, in einem Modus im Edge bis 2029, glaube ich, weiter, bis auch Ja. der Support beim Edge Browser ausläuft. Er wäre jetzt halt hoffnungslos veraltet, mehr Sicherheitslücken als alles andere und hat wohl auch nur noch einen relativ geringen Marktanteil, irgendwas um 1, schlag mich Prozent. Also ganz ehrlich, wann hat man denn zuletzt den Internet Explorer benutzt? Ich glaube, den habe ich zuletzt mal eingesetzt. Da habe ich vor, lass mich Ja. nicht lügen, 15 Jahren oder so HTML3 geschrieben und wollte nur Also der testen, ob die Internet Homepage noch Explorer, der funktioniert. war ja in den letzten 20 Jahren immer mal wieder im Gespräch oder ein Stein des Anstoßes, weil Microsoft den vorinstalliert hat schon mit dem System und da haben die ganzen Wettbewerbsschützer, oh, Panik. Microsoft zwingt die Leute zum Internet Explorer, weil der schon vorinstalliert ist. Und ich mir dann jedes Mal gedacht habe, Bullshit, ich kann doch mir was anderes benutzen. Ich weiß nicht, früher gab es ja Ja. Yahoo und hast dich gesehen und dann kam irgendwann Google Chrome, Firefox, Opera und Ja, hast, Netscape damals noch, ja, ganz am Anfang Netscape und so. eben Ich habe das Theater und früher auch nicht verstanden, ja. aber alle haben sie immer rumgeheult. Ich meine, klar, dass Microsoft die eigenen Produkte irgendwie implementiert Ist doch und damit normal gewesen. eventuell Menschen in eine Richtung schubst, ja, Ja. und sagt, hey, guck mal, hier ist Windows, benutzt doch auch gleich unseren Browser. So, okay, wer drauf reinfällt, kann das so machen, aber andere Menschen, die nachdenken, die würden sich dann vielleicht ein, damals war es halt na, sag Ja. mal, der Netscape oder später dann auch Aber Firefox und so, seien wir ja. doch mal ehrlich, Microsoft ist halt führend, ne? Ja, schon. Auf einem gewissen Sektor auf jeden Fall, Ja, klar. eben. Server, würde ich eher Richtung Linux tendieren. Oh, auch nicht, auch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe ja mit ganz, ganz vielen Menschen so zu tun, die auch so, gerade so in kleineren Unternehmen, da läuft dir wirklich öfters ein Windows-Server über den Okay. Weg wie ein Linux-basiertes System. Weil es einfach komplizierter ist. Aber Wenn du da. halt so in der Finanz, ich hätte gesagt Finanz hier, dein Sektor hier, Bürokaufmann, Bürokauffrau, diese ganze Geschichte, ist alles Windows-basiert. Das meiste, ja klar. Office,
alles Windows passiert. Microsoft hat schon irgendwo was richtig gemacht und halt, der Explorer war halt immer ein Stein des Anstoßes für Leute, über Microsoft zu wettern. So. Früher war es der Internet Explorer, heute ist es der 5G-Chip mit der Spritze. Ja, ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall wird der Internet Explorer jetzt quasi zu Grabe getragen. Ich will jetzt mal gerade kurz schnell gucken, wann. Am 15. Juni haben Benutzer keine Wahl mehr. Er wird nicht mehr unter Windows 10 unterstützt. Oh nein, ein trauriger Tag. Ja. Ja. Aber der Internet Explorer Modus wird im Edge noch bis 2029 eine Funktionsgarantie haben. Ah, es gibt einen Internet Explorer Modus. Ja, okay. Im Edge. Gut, natürlich. Den benutze ich auch nicht, aber nicht weiter sagen. Ja, ich auch nicht, aber okay. Yeah. Es zwingt euch auch niemand. Genau. Ist Edge eigentlich in Windows 10 vorinstalliert? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist ja eigentlich. Also ich habe den nicht installiert. Ich auch nicht. Also er ist halt auch vorinstalliert. Gab's da auch schon GDAL wegen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was das GDAL früher sollte. War halt. Ich hab auch ein Android-Handy und da war Chrome drauf. Ja. Verrückt, oder? Total verrückt. Der Browser war einfach vorinstalliert. Ich weiß, total verrückt. Ja, ich weiß nicht, das ist halt, warum war das früher so ein Problem? Dass der ich habe es auch nie verstanden. Ich verstehe generell viele Probleme, die Menschen haben. Hatten die anderen Firmen Angst, Marktanteile zu verlieren? Ich glaube schon. Oder nicht in den Markt kommen zu können? Ich glaube, das war wirklich der Punkt, dass die gedacht haben, sie kommen erst gar nicht in den Markt, weil, oh, da ist dieses, in Anführungsstrichen, gute Windows und guck mal, die liefern uns ein fertiges Betriebssystem, die haben eine Office-Lösung, die haben eine Internet-Lösung, da ist alles drin, wofür brauchen die uns denn noch? Das war vielleicht der springende Punkt. Ja, aber muss ich mir da nicht vielleicht einfach die Frage stellen, ist da mein Produkt kacke? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kennen die Leute das Produkt einfach gar nicht. Dann ist auch das Marketing vielleicht nicht so gut gewesen. Ja, eben. Das ist auch so eine Geschichte. Das ist ja mit Google. Es steht heutzutage nicht im Duden schon das Wort Google. Ja, mach dir einen Namen, ne? Ja, heißt es. Eben. wer Yahoo holt noch? Ja, was? Ja, Yahoo! Ja, ich weiß nicht. Ja, nein, klar. Oder ich. Das, ich weiß nicht, von wem ist denn hier? HERE. Das ist auch mal so eine Suchmaschine gewesen. Weiß ich nicht. Alta Vista kenne ich noch. So alt bin ich schon. Ich sag halt, wenn du gut bist, setzt du dich auch durch, dann wirst du auch bekannt. Ja, ist einfach so. Dann wächst du. Naja, egal, okay. Auf jeden Fall wieder Microsoft Internet Explorer für alle Fans. Ist er 5? Fans. Hat der Fans. Fans, Anhänger, schreibt. Mindestens so viele wie dieser Podcast. Schreibt uns mal, wie sind eure Erfahrungen mit dem Internet Explorer gewesen über die letzten 20 Jahre, falls ihr schon so alt seid oder noch so jung seid. Werdet ihr ihn vermissen? Habt ihr ihn noch genutzt oder seid ihr schon lange auf einem anderen Browser umgestiegen? Am 15. Juni ist sein Todestag. Und wenn ihr das macht, dann macht das auf jeden Fall mit dem Internet Explorer. Ja. Ganz wichtig. Aber nur bis wir werden die Signaturen prüfen. Und wenn ihr den Subraum-Transmission-Podcast verlinkt habt im Internet Explorer, denkt dran, euch den Link zu sichern in einem neuen Browser. Ja, besser ist das. Besser ist das. Siehe RSS-Feed unten auf der Seite. Genau. Ein anderes Kommunikationsmedium hätte ich noch mit einer Änderung. Dann schieß los. Hatten wir vorhin auch schon mal angeteasert, drüber gesprochen, WhatsApp, ja, kennt jeder, glaube ich, mittlerweile, da muss man nicht mehr viel zu erzählen, das ist dieses, ihr wisst schon, so Messenger-Ding, also wir haben ein Text-Messenger erfunden, mit dem man Sprachnachrichten verschicken kann, ja. Ja? Also, jedenfalls bringt der ein neues Feature, das habe ich vorhin sogar auch schon gesehen. Ja, ich habe es total erstaunt. Der Web-App gesehen. Ja, genau, in der Webversion, in der Web.WhatsApp-Geschichte gibt es das nämlich schon. Und zwar ist das neue Feature das folgende. Und zwar schickt ja der eine oder andere gerne schon mal Sprachnachrichten durch die Gegend.
Und diese kann man jetzt schneller abspulen. Und zwar geht das jetzt in einer Geschwindigkeit von anderthalb oder auch zweifacher Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr dann die Sprachnachricht bekommen habt, dann seht ihr in der Regel rechts in dieser Sprachnachricht, in dieser kleinen Anzeige, so einen kleinen Button, wo halt dann steht anderthalb oder zweimal. Und da könnt ihr dann draufklicken oder tippen oder tappen oder wie auch immer. Und dann könnt ihr eure Sprachnachricht dann halt in anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit hören. Falls jemand mal so geschwätzig ist wie der Martin oder ich zum Beispiel und quasselt euch da so eine 4 Minuten oder 10 Minuten Nachricht Ich drauf, bin dann könnt ihr eigentlich die einfach kein schneller Fan hören. von Sprachnachrichten. Manchmal mache ich das selber, aber im Grunde nicht. Ich finde das immer dann so doof. Dann kann man ja auch anrufen. Kein Fan von Sprachnachrichten. Ja, dann brauchst du das raussuchen. Ich habe dir eben ein paar 1, gemacht. 2, 3, 12 Sekunden, Ja. 13 Aber Sekunden, auch 5 nur, weil ich hier schon Sekunden. am Mikrofon saß und Web-WhatsApp auf hatte. Ach, hör doch auf, du wolltest doch nur testen, ob das geht. Ja, so ist Ja. das. Ja, wie gesagt, das ist das neue Feature bei WhatsApp, ne? Also Sprachnachrichten schneller abspulen. Entschuldigung. Was weißt du über den Aldi-Einkaufswagen oder generell über Einkaufswagen? Das, was wahrscheinlich Weißt jeder du? weiß. Jetzt Das ist kommt's. ein Einkaufswagen, ja. Es ist ein Einkaufswagen. Wow. Sie haben einen Griff und man kann sie schieben. Ja. Nein. Und zwar, ja, natürlich schon. Ja, richtig. Aber jetzt ist es wohl so, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Episode besprochen, dass die Münze im Einkaufswagen auch demnächst aussterben Ja, soll. hat's schon mal gesagt, ja. Ja, genau. Und zwar wird das Ganze jetzt wohl immer ein bisschen konkreter und der ein oder andere Prototyp existiert da wohl auch schon. Und jetzt ist es wohl so, dass dann die Läden dann wohl an Lösungen feilen, dass man dann halt dann in Zukunft die Einkaufswagen im Geschäft mit dem Smartphone entsperren kann. Ja, das ist so eine, ja, denke ich mal, ganz spannende Geschichte für alle, die ein Smartphone haben. Bei allen anderen weiß ich nicht, wie es dann Wie läuft. anfällig wird das System für statische Aufladung sein? Weiß ich nicht, wieso? Ja, ich. Kommst du jetzt da drauf? Ja, was heißt, kommst du da drauf? Geh mal in, zum Beispiel im Kaufland, habe ich öfters das Problem, wenn ich den Wagen durch die Gänge schiebe, dass ich Ja. mich währenddessen ich den Wagen anfasse, statisch auflade. Und wenn du dann zum Beispiel irgendwas anderes anfasst, ein Regal oder sowas, also, ich hätte schon mal das Handy in der einen Hand. Dann habe ich mich dermaßen stark statisch aufgeladen, dass ich habe nach der Tiefkühltruhe gepackt, wollte die aufziehen, Ja. aber das hat dermaßen einen Blitz gegeben in meinem Finger, das hat richtig wehgetan, ich habe fast mein Handy weggeworfen. Aus Okay. Reflex. Also, ich Ja weiß gut, nicht, ich ob sag ich mal. das nur kenne, dieses Problem mit dieser statischen Aufladung. Nee, das habe ich auch häufig. Das liegt So. aber meistens ja an der Kleidung, die du Ich trägst. weiß halt, Und also nackt einkaufen gehen in Zukunft. genau, du gehst in Zukunft nackt wie mit einem Geil. Smartphone bekleidet einkaufen. So eine kleine Bauchtasche für den, für das Ah, Smartphone. ich habe gerade ganz fürchterliche Bilder im Kopf. Oh, ist das schrecklich. Das kannst du da vorne sagen, du könntest nie wieder einkaufen mit ihr gehen, das wirst du in Zukunft alles alleine machen. Du wärst das Das ist traumatisiert. mir zu risikoreich, da auf solche Menschen zu treffen, die so komische Dinge tun. Mit einer Bauchtasche, hallo? Da holt man sich ein Ja. Aber Crossback. es ist halt die Frage, ne? Wie anfällig sind solche Feinelektronik auf statische Entladung? Weil selbst wenn du den PC anfasst, damit arbeitest, sollst du dich ja eigentlich vorher erden, um an das Mainboard zum Beispiel keine statische Ladung abzugeben. Ja gut, aber ich sag mal jetzt, ein Einkaufswagen hat ja meistens irgendwie so einen Plastik- oder gummierten Griff. Da sollte ja normal nichts passieren. Also ich habe am Einkaufswagen so noch keine geschossen bekommen. Aber ich finde das System halt spannend. Was ich mich Ja. halt frage ist, was machen jetzt die Menschen, die kein Smartphone haben? Ich meine, es gibt wirklich da draußen noch Leute, die keins haben. Was machen die dann? Wie entsperren die dann den Wagen? Ich denke, es wird sicherlich eine Übergangszeit geben, wo du das sowohl als auch machen kannst. Ja, weiß ich nicht, so wie ich das verstanden habe, wollen die anscheinend wirklich die Münze da quasi ja raushaben aus dem Gerät, warum auch immer. Dann haben sie ein Problem. Vielleicht gibt es für diese Leute Einkaufskörbe. Das kann auch sein, müssen sie halt tragen. Was ich auch problematisch finde, je nachdem, wie viel du wovon einkaufst, ne? So ein
Einkaufskorb hat ja auch nur ein begrenztes Volumen. Und wenn du mit dem Auto da kommst und machst dann deinen Wocheneinkauf, dann ist das ja schon mal ein bisschen mehr. Du schleppst ja keine 5 Körbe hinter dir her. Nee, meistens nicht, oder? Also ich vermute mal, es wird sicherlich eine Übergangszeit geben. Und wenn sie das nicht geplant haben, werden sie, glaube ich, ganz schnell dazu kommen. Tja, Oder da vielleicht gibt wird's. es ja auch Leihhandys oder so. Ja, ich weiß nicht, oder vielleicht noch so eine Art Ja, Plastikchip oder okay. sowas, so Da, ja. Transpondermarken Richtig, das wäre eventuell. jetzt mein nächster Gedanke gewesen. Das könnte ich mir noch vorstellen. So eine Art, wie heißen die Teile? NFC-Chip oder Ja. sowas. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ist auf jeden Fall spannend und Aber ich weiß es auch nicht, tja. das Problem mit den Münzen ist. Na, die. Theoretisch kannst du den auch mit einem Schlüssel entsperren. Mit einem roten Schlüssel. Normalen, handelsüblichen Schlüssel. Aber was ich gerade sehe, du kannst den auf jeden Fall oder sollst ihn entsperren können mit der Smartphone, ist klar, und mit einer Smartwatch. Gut, Gut, jetzt hat auch nicht jeder eine Smartwatch. die beruhen natürlich beide auf diesen NFC. Naja, richtig, richtig. Aber brauchst du dann eine App von dem Aldi? Boah, wäre das ätzend. Stell mal vor, du gehst dann in, keine Ahnung, 4 verschiedene Discounter oder so und brauchst dann von jedem Discounter dieses bescheuerte App-Ding. Ja, das ist ja die Frage, ne? Gibt es eine Gut, da hätte App, die ich. heißt Einkaufswagenmünze? Oder muss ich mir dann vom Aldi die App runterladen, damit ich dann noch mit Werbung und Einkaufsvorschlägen versorgt und dann vom Lidl, vom Rewe, vom Kaufland, vom Globus, vom Hit, Boah, stell dir das mal vor, wie vom blöde das Penny? wäre. Rewe, Real, Aldi, wie sie alle heißen, Edeka, keine Ahnung, hast du dann 1000 Apps auf dem Ja, Telefon, Real falls haben du wir ja irgendwo einen demnächst nicht Einkaufswagen mehr. brauchst. Ich weiß es nicht. Nee. Aufgekauft vom Globus. Aber was vielleicht interessant zu wissen ist, es ist ja ein deutscher Hersteller. Wissen wir natürlich alle. Ja, Ja, machen wir uns nichts natürlich. vor. Aldi baut ja keine Einkaufswagen. Das macht ja unter anderem in Deutschland die Firma Wanzl. Ja. Und die machen das auch schon relativ lange und wenn ich es richtig sehe, beliefern die ja nun auch etliche Läden mit ihren rollenden Vielleicht entwickeln Einkaufswägelchen. die dann das System und verkaufen das mit. Das Dass du wäre die irgendwie Wanzel-App die brauchst. logische. Ja, sowas vielleicht. Das klingt schon total vertrauenserweckend. Ich lade mir die Wanzl-App runter. Ah, es hat Jetzt so ein einkaufen mit Geschmäckle. dem Bundesrealer. Ja, wir entsperren alles, auch ihren Einkaufswagen. Ah Daniel geht einkaufen. nein. SMS von Angela Merkel. Bringt bitte noch Milch mit. Oh, falsche Nummer. Entschuldigung. Tja. Ja, also Fakt ist auf jeden ist Fall halt die. die Frage, ne? Wie entsperrst du die? Nur mit NFC? Na, Bluetooth ist anscheinend auch noch eine Option. Nächste Frage. Was machen die nach Kassenschluss? Wie meinst du? Ja, kann ich abends hinkommen und die ganzen Wagen klauen, indem ich mein Handy einfach da drauf halte. Ja, das kannst du ja vorher auch, wenn die schon Euro kosten. Wie viele Einkaufswagen hast du schon zu Hause? Gar keinen, aber Siehst du, hast du die Frage ja schon ja, ist halt, beantwortet. ja, jetzt werden die ja abends, glaube ich, mit einer Kette gesichert. Dann die Frage, werden die auch da mit einer Kette gesichert oder noch? Kannst du ja dann auch machen. Hoppala. Weiß es nicht. Kannst ja auch, wenn der digital da verschlüsselt oder gesperrt ist, dann kannst du ja trotzdem eine Kette davor hängen. Das ist ja kein Problem. Ja, es ist eine interessante Technik auf jeden Fall. Ich bin mir nur Ja, nicht so okay. ganz sicher. Ich meine, die Übergangsphase, also die wollen das anscheinend wirklich probieren, weil die sagen ja auch selber, dass da irgendwie Rentner kommen könnten und die halt dementsprechend kein Smartphone oder eine Smartwatch oder wie auch immer haben. Dann muss es da irgendwie noch eine Übergangslösung geben und das wird erstmal Eben, ganz getestet. genau. Tja. Interessant wird es dann vielleicht sogar. Du könntest im Prinzip solche Wagen auch benutzen, um damit direkt deinen Einkauf zu scannen. Ja. Ja, auch Also ich bin spannend. ja immer ein Fan vom IKEA gewesen, für diesen Selberbezahlkassen. Ja. Maximal x Anzahl von Gegenständen.
5 oder 7 oder irgendwie so. Unterschiedliche Artikel. Genau. Und du gehst einfach dahin und scannst sie ein und bezahlst dann Karten, mit Karte bargeldlos. Hm. Ja, genau. Also, von mir aus kann das auch so im Rewe oder Kaufland, Real, Penny, Aldi, sonst wo sein, dass du das schon in deinem Einkaufswagen scannst und beim Rausgehen rechnet der mit dir ab. Genau. Du kannst dann im Prinzip, also das wäre so, wie ich mir das vorstelle, dass die so eine Art 24-Stunden-Shops dann quasi ja einrichten, wo du Tag und Nacht einkaufen könntest. Ja. Hast dann diesen Wagen, wo du deinen Kram reinpackst und während du das da, ich sag mal, beispielsweise über diesen Griff, wo du normal so festpackst und so oben drüber gehst, dann scannt er schon die Produkte, dann weiß der Wagen auch schon genau, was da drin ist und beim Rausgehen, wenn du es dann in deinen, was weiß ich, in deinen Rucksack umlädst oder so, dann kannst du dann mit Programm X oder App X dann dein Krempel bezahlen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder der Querulant sein muss, bin, aber ich glaube, du kannst den Leuten nicht vertrauen, dass die alles einscannen. Es gibt, will ich jetzt alle unter Generalverdacht stellen, aber es wird auch sicherlich welche geben, die etwas da reinschmeißen, was sie nicht dann eingescannt haben. Na klar, das haben aber Leute im IKEA auch schon probiert und da stand dann einer, der hat gesagt, du. Ja, okay, wenn dann vorne noch einer steht und du musst es dann. Aber wenn du den Einkaufswagen voll hast, woher will der wissen, ob die Eier da drin eingescannt sind? Tja. Gut, das soll aber auch nicht unsere Aufgabe sein, das zu lösen. Ist natürlich irgendwo dann für den einen oder anderen, aber es gibt auch Taschendieb. Ne? Es gibt, glaube ich, aber auch schon, ich versuche das mal rauszufinden, vielleicht für die nächste Podcast-Folge, irgendwo Versuchsmärkte oder abgelegene Märkte, wo das schon gang und gäbe ist. Ist natürlich alles auf Vertrauensbasis der Kunden. Ne? Naja klar, du ist eigentlich gegenseitiges Vertrauen, ne? Sollte da sein. Ich suche das mal raus für die nächste Podcast-Folge und dann berichten wir euch hoffentlich von einem 24-Stunden Do-it-yourself-Einkaufsmarkt. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und wenn du jetzt auch schaust, ne, mit dem Bezahlen im Supermarkt, egal ob am Wagen oder an so einer Selbstscan-Kasse oder sowas, du bezahlst ja in der Regel auch mit dem Smartphone. Ja, ne? Ich bezahle ja jetzt nur mit dem Smartphone. Ich nehme quasi nur noch den Führerschein mit und Und das wird alles immer digitaler, weil wir, überleg mal, es machen so viele Banken in der Nähe auch zu oder Kassen, wie auch immer. Ja, es wird ja auch prinzipiell irgendwie schwerer, an Bargeld zu kommen. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Eben, auch, ich überfall mich mal, ja, super, mein Bargeld ist trotzdem sicher. Ja, ist so. Das liegt irgendwo rum, wo es eingeschlossen ist. Auch hier ist was. So, und mein Handy, wenn du das klaust, ich werde dir bestimmt nicht meinen PIN und mein Fingerchen geben. Eben. Nicht freiwillig. So, selbst dann bist du in dem Handy drin. Aber diese Bezahl-Apps, die haben ja dann immer noch biometrischen Sicherheitsfaktor. Ja. Und wenn ich bezahle, muss ich vorher mein Handy auch entsperren mit meinem Fingerabdruck. Ansonsten meckert der. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, jetzt war es ja eigentlich so gedacht damals, so ungefähr, wann war das denn ungefähr, also in den 80er Jahren, da hat sich das ja dann etabliert, dass die Einkaufswagen dieses Pfandsystem quasi bekommen haben, dass man da Münzen reinstecken kann, weil es halt irgendwie dazu gekommen ist, dass der ein oder andere sich so einen Einkaufswagen mal mit nach Hause genommen hat. Ja, aber mach's ja auch, wenn ein Euro drin steckt. Ja, ist jetzt die Frage. Anscheinend muss es dadurch ja besser geworden sein, weil sonst hätte es sich ja nicht über so viele Jahre jetzt etabliert und gehalten. Ja, hast also schon recht. Ich sehe auch, ne, das ist der eine Punkt. Gibt es denn jetzt noch eine Art Pfandsystem, wenn ich jetzt nur mein Handy da drauf halte und das Ding entsperre? Weil im Prinzip leiste ich ja dann keinen Pfand. Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dein Handy irgendwie ein jetzt möchte ich beim Datenschutz erfasst das System vom Aldi, bleiben wir mal beim Aldi, dass du Einkaufswagen N15 genommen hast
Und am Ende des Tages stellt sich heraus, N15 fehlt. Und die gucken im System nach, hat der Herr X hat mit der Telefonnummer 01783333333. Das ist jetzt nicht seine Telefonnummer, Mädels. Doch, ruft mich alle an jetzt. hat den Einkaufswagen N5 ausgeliehen, sodass das Handy halt deine Telefonnummer hinterlegt da. Keine Ahnung. Wäre vielleicht auch eine Option, ja. Ach Gott, ich sag mal, jeder, der irgendwie ein bisschen Software schrauben kann, dem würde da schon was einfallen. Ich meine, Mittelchen und Wege sind genug da. Was weiß ich, ja, das ist ja, spannend auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt. Also es wird kommen, ja, also ich denke mal, da wird sich keiner von uns verstecken können. Und irgendwann stehen wir vor so einem Einkaufswagen und müssen da unser Telefon dran halten. Aber wie gesagt, mit der App bin ich wirklich gespannt, ob das dann nachher der Einkaufswagenhersteller macht oder wirklich jeder Discounter, sonstige Laden so für sich selbst, weil da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ja. Dann trage ich demnächst alles. Dann werdet ihr mich sehen, wie so ein Eichhörnchen, Beuteltier, keine Ahnung. Ich werde einfach alles tragen. Dann steckt euch eure Wagen irgendwo hin. Bitte ruft mich dann beim ersten Wocheneinkauf von dir ein oder den ersten Monatseinkauf. Ich möchte das einfach nur festhalten, wie du deiner Frau alles ins Auto trägst. Ja, ich werde mir einen eigenen, ich nehme die Schubkarre mit. Ja. Dann gucken die doof. Sag ich, die geht ohne App. Ja. Ich bin oldschool. Ich habe eine Schubkarre. Ja. Ach, nee. Das wird sicherlich schon sehr interessant werden. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich habe noch ein kleines Thema, was auch technisch ist. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch noch was? Ich habe nichts mehr. Martin, guck mal, wie schlecht der vorbereitet ist. Ihr habt das gehört, oder? Wie schlecht der vorbereitet ist. Ich will mich jetzt noch dem Klang der Stimme hingeben. Um 23.47 Uhr am 25.05. Ja. Mich in den Schlaf wiegen mit deiner... Martin, leg dich... Ich habe leider kein ASMR-Mikrofon, sonst wäre das jetzt total toll. Martin, leg dich entspannt zurück, schließ die Augen... Was macht deine Frau da hinten eigentlich mit dem Wäscheständer? Hä? Da links der Wäscheständer neben dem Fenster. Was macht die da? Da? Da. Die ist schon lange im Bett. Mist. Hätte ja klappen können. Er hat die Augen wieder aufgemacht. Reingefallen. So, also, ein Thema habe ich noch. Dann hau raus. Ich habe ganz vergessen, er sitzt hier vor einer Kamera, kann auf sein Bildschirm gucken. Es ist so spät schon. Ich habe das groß gemacht. Ah. Oh, er hat groß gemacht. Ja. Mhm. Geh doch bitte auf Toilette. Oh, das nächste Mal nehmen wir mit Video auf. So nenne ich die Episode jetzt einfach. Martin hat groß gemacht. Ich bin alt genug, um da drüber zu stehen. Oha. Virtuelle Realität, kennst du? Ja. VR-Brillen. Ja. Ja. Jetzt gibt es eine Firma, oder nee, warte, anders. Wir müssen das anders starten. Also du warst am Gähnen, ich dachte, du wolltest schreien. Ich dachte gerade, er holt zum Schrei aus. Nein, und zwar, hättest du eine Idee, was man mit einer VR-Brille machen könnte bei Menschen, die Höhenangst haben? Therapia. Ja. Und zwar hat sich da eine nette Firma ausgedacht, wir können Menschen therapieren, die Höhenangst haben, mit Hilfe von speziellen Apps, okay, die beispielsweise ja gewisse Höhensituationen darstellen. Und zwar, da sind wir jetzt wieder bei Drohnen, wo wir eben auch bei Drohnen waren. Und zwar setzen die zum Beispiel Drohnen ein zur, rutscht mein Stuhl hier weg, setzen die Drohnen ein zur Videoaufnahme, um, Videos zu erstellen aus einer gewissen Höhe, mal ein bisschen niedriger, mittelhoch, ganz hoch, wie auch immer, damit du nachher Videos hast oder, ich sag mal, Territorien in, nennt man das so, Territorium? Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Eine Region, also wie heißt das denn, eine App, in der du nachher rumlaufen kannst. Ja.
Ich hätte jetzt Holodeck gesagt, aber das Ja, ist es noch nicht. okay, bleiben wir beim Holodeck. Dass du eine Art Holodeck hast, wo du dann quasi, was weiß ich, eine Leiter hochsteigst zum Beispiel oder auf einem Holzbalken läufst Okay. und unter dir geht's 20 Meter in die Tiefe oder so, ja. Und sowas wollen die damit abbilden, um Menschen vor oder ja, vor Höhenangst zu therapieren. Das Okay. finde ich ziemlich cool. Wenn Ja, das und die Firma heißt, funktioniert. weiß ich noch nicht. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen mir persönlich die Erfahrung, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Firma Easy Heights sich das halt ausgedacht und wohl insgesamt gibt es weltweit circa 5% von Menschen, die halt an starker Höhenangst leiden Okay. und die wären dann im Prinzip so die Zielgruppe. Ja, aber ich sehe gerade, die Höhenangst ist wohl schon nach wenigen Stunden dank dieser VR-App-Therapie ja, gesunken. Das klingt doch schon mal ganz gut. Etwa 4 Stunden Training sind notwendig, um halt dann einen gewissen Erfolg zu erzielen. Ja, das ist doch super. Lässt sich ja dann sicherlich auch auf andere Bereiche hin anwenden. Ja, ich hatte mir auch schon überlegt, ich könnte mir jetzt auch sowas vorstellen wie Angst vor Spinnen oder sowas, Arachnophobie vielleicht, dass du da ein Video siehst. Ich meine ganz ehrlich, wir nutzen hier auch eine Videosoftware, mit der ich mir lustige Bärte ins Gesicht machen kann oder die Augenbrauen grün färben kann. Warum sollte ich mir keine Spinne auf den Arm Ja, eben. nicht prophezeien, Quatsch, projizieren können, meine Güte. Es ist auch spät. Ich muss mal einen Schluck alkoholfreies Bier trinken. Ja. Und ich denke mal, für Leute, die wirklich Höhenangst haben, könnte das eventuell zum Erfolg führen. Ich weiß es halt nur nicht, wie das läuft, ob man, wenn man so eine VR-Brille hat, ob man sich das irgendwie runterladen kann und dann dafür bezahlen muss oder ob man dann zu dieser Firma hin muss oder sowas. Das ist die Ne, wie das jetzt Frage. läuft, weiß ich nicht. Ne, dass die vielleicht auch ihre App anbieten zum Kaufen, Leihen, Mieten, was weiß ich. Wie gesagt, die Firma heißt Easy Heights, verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal. Und ja. Ah, ich sehe gerade, doch, wahrhaftig. Die Höhenangsttherapie kann mit Hilfe der App und einer VR-Brille direkt am Smartphone von zu Hause aus durchgeführt Das werden. ist immer. Siehst du, wer lesen kann, ist klar im Psychiater Vorteil. demnächst auch arbeitslos. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ja, Ja, vielleicht. gut, aber das ist Ich vielleicht ein meine, du bisschen könntest übertrieben, aber. kannst auf jeden Fall viele, viele Dinge zu Hause machen. Ich weiß nicht, Angst vor engen Räumen Ja, vielleicht noch, könnte eben. ich mir vorstellen. Dass man dann Leute einfach mal per VR-Brille in so einen engen Aufzug steckt und sagt, oh, der ist jetzt leider stecken geblieben. Doof. Ach scheiße, jetzt ist auch noch das Licht ausgegangen. Ganz doof jetzt Ja. gerade. Ah, die Notbeleuchtung ist an. Ah Mist, die Schalter funktionieren nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Klingt eher nach Horrorfilm. Ja, Na egal. Nee, aber rein von der Sache her könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas dann auch funktioniert. Spannend auf jeden auf jeden Fall. Fall. Ja, jetzt haben wir doch wirklich fast 2 Stunden geschafft, oder? Verrückt. Verrückt. Und ich sagte zu meiner Frau, heute wird nicht so lang. Haha. Ja, komm du gleich mal auf die Strafbank. Oh ja. Zieh ich mir am besten auch eine VR-Brille auf. Was machst du da? Angsttherapie. Angsttherapie, genau. Wovor hast du Angst? Enge Räume. Krieg immer so Bilder von meiner Frau vor die Augen dann. Super. Sehr schön. Achso, die kommen übrigens von der Universität Basel, habe ich vergessen Basel. zu erwähnen. Basel. Basel. Ja, die können dir dann deine Höhenangst nehmen. Hast du eigentlich Höhenangst? Höhenangst hat man ja eigentlich nicht, sondern hast eigentlich Angst vor dem Fallen. Ja. Sagen, also ich habe jetzt nicht direkt Angst, aber ich glaube, ab einer gewissen Höhe und Beschaffenheit von dem Untergrund werde ich wahrscheinlich etwas nervös. Also ich muss auch nicht auf so einem dünnen Steg laufen und in 80 Meter Höhe.
Aber ich stelle mich auf 80 Meter Höhe auf so eine. Wir waren jetzt bei uns, ist ein Stausee, der nennt sich Bicke, und da ist auch so eine Plattform, so eine. Also auch so eine Aussichtsplattform. Und da waren wir jetzt auch drauf. Und ich stand dann da und habe dann angefangen, hüpfen, 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 und hat angefangen zu hüpfen. Und ich glaube, anderen ist er ein bisschen mulmiger geworden als mir. Was aber Das auch glaube ich. vielleicht an meinem Ausbildungshintergrund liegt und ich dann eher dieser Stahlkonstruktion da vertraue. Zumal, wenn es hier in Deutschland ist und vom deutschen TÜV abgenommen ist, also da kannst du sagen, was du willst, da vertraue ich das hier eher als in einem anderen Land. Das kommt, glaube ich, noch damit hinzu. Ich glaube, wenn ich in einem anderen Land irgendwo auf dem Balkon stehen würde oder auf so einer Plattform, ich glaube, dann hätte ich auch Höhenangst. Also es kommt, glaube ich, immer auf die Ja, Höhe an und worauf ich stehe oder so. genau, so die Erfahrung habe ich auch gemacht. Lass mich nicht lügen. Wo steht dieser große Fernsehturm, wo man drauf kann? Düsseldorf, glaube ich, war Du das. kannst auch im Westfalenpark in Dortmund. Nee, muss Düsseldorf gewesen sein. Da meine ich, waren wir auf dem Turm. Ich meine, irgendwas, lass mich nicht lügen, 167 Meter, glaube ich, hoch. Und gleiche wie bei dir, auch klar oben Stahlkonstruktion, und dann hat er so nach außen gewölbte Fenster, das heißt, der geht so ein bisschen, läuft so ein bisschen konisch nach oben Ja. hin, und dann guckst du, damit du halt schön gerade runter gucken kannst, ja. Und da habe ich mich dann auf die Scheibe draufgelegt. So im Nachhinein, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, weil mich haben irgendwie alle für verrückt erklärt, aber Ja, da hatte ich irgendwie aber keine Angst. Es war irgendwie ein bisschen verrückt. Also, naja, gut. Und dann stehe ich hier unten bei uns am Haus. Und wir haben, kennst ja unsere ja. Terrasse, und da haben wir so eine Überdachung, so eine kleine. Und dann geht der mutige Daniel mit der Leiter, wackelt da die 3 Meter nach oben und will oben über diese Überdachung drüber. Und dann wollte ich die, na, sag mal, die Regenrinnen hinten sauber machen. Ja. Ja, und das Glasdach so ein bisschen sauber machen. Und da kriege ich auf einmal zitternde Ja, Knie. gut, ist Ist natürlich auch, du witzig, stehst ne? natürlich auf Ja. einer wackeligen Leiter, ne? Ja, nicht die Leiter. Ich bin ja wirklich schon Ach, von der das ist Leiter okay, aber runter und dann auf dem Dach, und da sind ja auch die Glasscheiben. Da bin ich natürlich nicht auf das dem ist Glasdach, war natürlich offen. ein anderes Glas als so eine Sicherheitsscheibe oder Sicherheitsverglasung an dem Fernsehturm, ne? Ja, ich denke Da würde auch. ich wahrscheinlich, Ja, je und nachdem, wie dick die ist, auch nicht unbedingt vertrauen. nee, Punktlast ist und immer Kacke. ja, ist wirklich so. Und nee, da bin ich halt auch, wie gesagt, ein bisschen wackeliger mittlerweile. Aber da ist mir auch gefallen, seitdem wir Kinder haben, da bin ich deutlich vorsichtiger, und Du musst die Kinder nur da ich will drunter sie. stellen, damit die dich fangen können im Notfall. Ach, so geht Ja, das. Ja, also ja, zwei. ja. Ja, klar, die fangen mich dann. Ja, Datenschutz, ja. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass sie Max und Moritz heißen. Genau. Richtig, wollen wir gar nicht sagen. Und Ja. von den fünf Unehelichen wollen wir auch nichts verraten. Nein, heute Meldet Abend euch jetzt nicht. beim Subraum-Podcast, wenn ihr Ich uneheliche frage Kinder mich, vom wann. Daniel habt. Ich frag mich eigentlich, wann Martin endlich lernt, dass das Ding hier Subraum-Transmission-Podcast Zu heißt. dieser Aber ihr könnt späten mich ruhig. Stunde nicht mehr. Ach ja. Ein Mini-Thema hätte ich noch. Das möchte ich gerne noch ansprechen. Erzähl uns von dir. Jetzt, ich möchte nicht über mein Auto reden. Nein. Ha. Google Maps ist ja ein Begriff, ja. Den meisten. Ich erwarte jetzt von euch da draußen keine Antwort. Ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass ihr Google Maps kennt. Und zwar bieten die jetzt auch was Neues an. Und zwar soll Google Maps demnächst so aufgebaut sein, dass, wenn du Google Maps aufmachst und navigierst irgendwo hin und machst das Ganze dann 3, 4 Stunden später vielleicht nochmal, weil du irgendwo anders hinfahren möchtest oder laufen oder wie auch immer, sollst du nicht mehr die gleiche Karte angezeigt bekommen. Klingt erstmal komisch, oder? Ja. Da geht eine Augenbraue hoch, sehr gut. Nein, und zwar wollen die Google Maps ein wenig interaktiver gestalten. Das finde ich nämlich noch voll cool, und ich hatte mir vorher schon geschworen, das soll auf jeden Fall in diese Episode rein. Und deswegen kommst du jetzt auch noch rein. Und zwar wollen die es interaktiver gestalten.
Und zwar soll das so aussehen, dass wenn du beispielsweise, ich sag mal, in der Nähe eine Apotheke hast, keine Ahnung, ein Spielcasino, ein Kino und ein Restaurant oder sowas, ja. So, und du navigierst jetzt zum Beispiel zu der Apotheke. Dann sagt dir Google Maps, okay, hier ist die Apotheke, die hat noch so lange auf, bliblablub. Und dann machst du dann eine Stunde später, wenn du in der Apotheke fertig bist, weil wir brauchen ja mindestens eine Stunde in der Apotheke, weil, ne, so als rein theoretisch jetzt, da macht die Apotheke vielleicht gerade zu und dann sagt dir Google Maps aber sowas wie, hey, schau doch mal, hier vorne ist ein Restaurant, da kann man jetzt gleich lecker essen und da hinten eine Stunde später, nach dem Essen, wenn du dann wieder Google Maps anmachst und vielleicht zum Parkhaus möchtest, wo dein Auto steht, sagt dir Google Maps aber, guck mal, da vorne das Kino hat gerade aufgemacht, da laufen jetzt die, die und die Filme. Möchtest du nicht erst noch einen Okay. Film gucken? Ja, Also also so. auch Werbung. Ja, prinzipiell ist das natürlich eine Art Werbung, klar, für die umliegenden Unternehmen, ja. Geschäfte, Etablissements, wie auch immer. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern da jetzt alle Dinger da gleich behandelt werden, ja. Und soll wohl ganz interessant sein, dann auch für Menschen, die dann nachher sowas haben wie Kinderwagen, Rollstühle und so. Da sollst du wohl auch noch mehr Features bekommen, wo dann wirklich die ja behindertengerechten oder die na, wie heißt es denn, befahrbaren Ja. Wege sind halt auch, ich meine, eine Frau mit Kinderwagen ist ja jetzt nicht gehbehindert, ne, aber wo die halt auch mit den Gefährten entlang kommen. Sowas zum Beispiel. Und ich finde das eine spannende Ja, Sache. auf jeden Fall. Ne, das packe ich euch auf jeden Fall auch mal in die Shownotes. Und ich bin mal gespannt, wie das dann nachher ist, ob man sich da selber irgendwie eintragen muss oder ob Google das automatisch macht. Wäre mal ganz spannend zu wissen. Und vor allen Dingen, wie das dann aussieht. Was geht dann immer ein Fenster auf, was mir voll auf den Sack geht? Oder ist das so Hintergrundinformation? Weißt du, ich möchte da ja auch nicht erschlagen werden von, guck mal, hier sind 13 Kinos und hier laufen die und die und die und die Filme, Eben. weißt du? Und oder geh doch hier vorne noch Minigolf spielen. Ach nee, weißt du was, geh doch gerade noch ins Ja, Restaurant, isst eben. da noch einen Döner. Und guck mal hier unten, da gibt es noch eine Indoor-Sporthalle. Möchtest du nicht gerade noch 5 Kilo abspecken? Nein, Alter. Weißt du so, nee. Keine Ahnung, wie das läuft. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Und was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ab wann das laufen soll. Das habe ich jetzt leider so nicht gefunden. Soll aber wohl ab diesem Jahr irgendwie starten. Ist jetzt recht schwammig, finde ich. Ja, gut, macht natürlich auch nur Sinn, wenn alles auf hat. Naja, gut, das sowieso. Ja, also wie gesagt, man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass es auch so ein bisschen tageszeitabhängig ist. Ja. Morgens früh, wenn du die App aufmachst, kriegst du vielleicht eher einen Kaffee und einen Bäcker angezeigt. Ja, mittags den Dönerladen. Und jetzt abends zum Beispiel kriegst du dann gesagt, guck mal, hier vorne ist eine Bar, da gibt es einen geilen Cocktail oder ein Bier Ja, oder was weiß ich was. ich auch Ja, gesagt, so ja. irgendwie, so soll das halt noch laufen. Und das, finde ich, ist eine vielleicht coole Sache. Ich meine, ich nutze Google Maps, du wahrscheinlich auch, oder? Ja. So für die meisten Routen, die man so zurücklegt. Naja, klingt spannend. Wie gesagt, packen wir euch in die Shownotes. Wir haben euch jetzt gute 2 Stunden hoffentlich einigermaßen unterhalten. Und ich würde sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Genau. Und wir gucken mal, ob wir es vielleicht schaffen, wirklich diesen Monat noch die zweite Episode rauszuhauen. Und schauen auch mal, ob wir eventuell den guten Steffen oder vielleicht auch den Alex nochmal akquiriert bekommen. Falls ihr das jetzt hier hört, gerne melden. Ansonsten melde ich mich. Das ist eine Drohung. Ändert schnell eure Nummern, zieht um, Genau. verlasst das Land. Genau. Und gebt die Einkaufswagen Aber zurück. vergiss nicht, Ganz der Daniel wichtig. hat den Bundestrojaner. Ja, auch. Ja, nein. Und dann schauen wir mal, dass wir da noch eine spannende Episode irgendwie zurechtschustern, würde ich sagen. Eventuell hatte sich auch mal eine bewährte Freundin von uns angeboten, mit uns über Dinge wie Geocaching zu Frau sprechen. J aus H. Genau die. Ist das H? Ja, ist H. Genau. Ich muss gerade erst mal überlegen, wie das Kaff da Ja, heißt. Ja, er ist hat H. recht.
Genau. Und ist vielleicht auch mal interessant, Ja, Geocaching für ist schon den einen relativ oder anderen, alt. ja. Ja, Ich weil hätte jetzt es nicht gedacht, entdecken doch immer mehr dass Leute. es das doch gibt, aber. Das ist genau der Punkt. A ist das schweinealt, aber jetzt aktuell entdecken das viele Leute wieder für Ja. sich. Ja. Ich dachte eigentlich, das hätte sich jetzt getauscht gegen, wie heißt das andere, Pokémon Zoom Pokémon oder Go. so. Ja. Pokémon Go, Genau. genau. Das dachte ich, wäre jetzt eher so die Alternative dazu. Aber naja, gut. Vielleicht. Wer auf Caches steht. Aber wir waren uns gerade am Verabschieden, Ja, auf oder? jeden Fall. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gern ein Like, Abo, Herzchen, was auch immer da. Kommentare. Genau, das wäre mal Ja. richtig toll. Kommentare wären schön. So als Mini-Feedback. Und ja, wie gesagt, habt eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Und ich würde sagen, das war der Subraum Transmissionen Podcast. Podcast.